Ah, okay. Irgendwas, ja. Updates und so, ne? Alles geht kaputt. So, jetzt kann man mich hören. Ja, genau. Okay. So, also nochmal, hallo nach da draußen. Ja. Wir spielen heute keine Runde Vampire the Masquerade, The Blood and Sand. Wir quatschen heute eine Runde über unsere vergangenen 2 Jahre, 8 Monate. Ja, heute mit mir zusammen hier im Stream die drei konstantesten MitspielerInnen dieser Runde. Ich glaube, zwei von Anfang an und einer, der relativ später, also in der Mitte irgendwo dazugekommen ist. Die Feramin und der Rerion und der Kakko. Hallo? Hallo. Hallo. Hey. Ich merke gerade, Feramins Name ist irgendwie ein bisschen verrutscht. Warum ist denn hier alles kaputt heute? Irgendwie, ich weiß nicht, ob OBS ein Update hatte zwischendrin. Irgendwie ist alles kaputt heute irgendwie. So. Heute mal alles ein bisschen legerer. Ja, Sierra Streams sagt heute schon so lange. Ja, 2 Jahre, 8 Monate. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das Prelude von Feramin war im September 2018. Das war ja quasi der Start. Und genau, dann ging es los. Und hat dann Wellen geschlagen. So lange, ich glaube, so den letzten Punkt irgendwie unter diese Runde gesetzt, so unter so, jetzt ist es vorbei, hat heute haben wir noch mal einen letzten Kommentar, was heißt einen letzten, vielleicht kriegen wir zwischen drin demnächst noch mal mehr Kommentare, aber der Dollard Power hat heute noch mal YouTube kaputt gemacht, indem er zwei Kommentare schreiben musste, weil die Zeichenbegrenzung überschritten hat. Danke dafür noch mal. Ja, und ja, wir quatschen heute einfach mal eine Runde irgendwie, wie es so war, wie es sich entwickelt hat, was gut war, was schlecht war. Ja, es war nicht alles eitel Sonnenschein in dieser Runde, das gebe ich zu. Waren einige Schwierigkeiten zu meistern, aber ich denke, wir haben das Ganze gut über die Bühne bekommen. Und ja, der Tengil sagt, viel länger war es für mich nicht, habe vor einem halben Jahr angefangen mit Nachgucken. Ja. Ja. Ja, ich muss heute ein bisschen mit auf den Chat gucken, weil ihr könnt heute auch Fragen stellen zu der Runde. Also was ihr schon immer mal wissen wolltet über die Stadt ohne Namen, über die einzelnen Charaktere, Dinge, die euch so in den Kopf gekommen sind, während ihr die Runde verfolgt habt, wo ihr irgendwie gedacht habt, da würde ich jetzt ganz gerne mal noch was drüber wissen. Vielleicht wollen meine SpielerInnen ja auch noch ein bisschen Plot wissen, den sie nicht aufgedeckt haben oder so. Oder ihr fragt euch irgendwie, warum hat der Kakko den Bruce in der Situation so gespielt, in der Situation so. Oh, Feder ist da. Hallo, Feder. Warum bist du nicht hier im Stream, sondern im Chat? Traurig. Ja, genau. Und wie gesagt, stellt uns ruhig irgendwelche Fragen. Und wir gucken dann mal, ob wir die beantwortet kriegen, diese Fragen. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern gerne. Ich kann euch gleich auch mal irgendwie zeigen, was mein Notizbuch irgendwie ist. Das ist sehr interessant für viele Leute manchmal, aber man kann erstens meine Handschrift kaum lesen. Und zweitens könnte das sehr desillusionierend sein, wie wenig ich mir aufschreibe und wie wenig Sachen ich habe. Ja. Ich kann doch gerne irgendwie was zum Vorgehensweisen irgendwie fragen, irgendwie auch die SpielerInnen irgendwie, was habt ihr euch bei den Charakteren gedacht? Wie irgendwie, wo sollten die eigentlich mal hingehen und seid ihr zufrieden mit der Charakterentwicklung und so weiter? Solche Sachen. Auch übrigens in Real Life nicht. Was? Wie? In Real Life nicht? Ich rauche im Real Life nicht, um das mal vorwegzunehmen. Ach so, ja. Keiner von uns, glaube ich, oder? Man weiß es nicht so richtig. Ja, vielleicht, ja, fangen wir. Ist heute Abend doch nicht so viel los im Discord? Hab Zeit. Willst du noch hier reinkommen, Feder? Schreib es ruhig rein, dann müssen wir hier ein bisschen umbauen, aber dann kriegen wir das bestimmt irgendwie hin.
So, ja, vielleicht fangen wir einfach mal ein bisschen an mit dass nicht nur der Koali quatscht, sondern irgendwie, dass ihr mal ein bisschen erzählt, so was ihr euch so gedacht habt, als die Runde losging, so worauf ihr euch da eigentlich einlasst und was so eure Gefühle sind, so wie es sich entwickelt hat und wo es hingegangen ist und einfach mal so ein bisschen den Anfang und so ein bisschen das Mindset für euer Spiel und eure Charaktere irgendwie mal ein bisschen beschreiben, so als Einstieg. Ich weiß, dass beim Kakko zumindest irgendwie, der hat noch nicht so oft Vampire vorher gespielt gehabt, nämlich ja. Zum Beispiel. Fange doch einfach mal mit Kakko mal an. Ja, sehr gut. Ich weiß es nämlich tatsächlich noch genau. Es war nämlich genau so, wie du es gesagt hast. Ich habe vorher, lass mich nicht überlegen, ich glaube, 2 Runden V20 gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sein, die fand ich eher blöd. Die haben mir eher weniger Spaß gemacht, weil das so ein bisschen halt, das ist für mich halt dann zu dem Zeitpunkt auch klassische Vampire, so wie ich das halt kannte. Man ist quasi irgendwie die Marionette von einem großen Vampir und wird rumgeschickt und muss halt irgendwelche Botendinge tun. Also weiter ging es auch nicht hinaus. Und dann hatten wir zuallererst im Vorhinein ja die Runde Through the Breach. Ja, auch dann schon damals, glaube ich, direkt mit Araiguma und Gabrielio war auch schon dabei. Und Firamin kam, glaube ich, später dazu. Du warst ja noch Teil des anderen Abenteuer-One-Shots. Und da dachte ich mir, ja, komm, mit der Gruppe und einer neuen Edition Vampire, ich glaube, damals war sie noch recht neu, oder? Ja, brandneu quasi, ne? Gerade erst rausgekommen. Ich glaube, irgendwie 2 Monate her, irgendwas so. Ich hab mir 2 Monate. Firamin hat auch August ganz. August ist sie rausgekommen. Genau, Firamin hat auch ganz am Anfang sich quasi gleichzeitig mit mir das Ding geholt. Und dann haben wir mal ein bisschen hin und her geschrieben und uns gegenseitig Feuer unter dem Hintern gemacht, wie cool die Edition ist. Ja. Und dann haben wir es angefangen zu spielen, genau. Ja. Genau, und dementsprechend, ich hatte Lust, mit der Gruppe was weiterzuspielen. Da war es mir auch eigentlich egal. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich nur bei DSA 4.1 Nein gesagt. Bei allem anderen hätte ich gesagt, okay, komm, machen wir. Aber es hat es dann sehr schnell herausgestellt, dass die vor 5 Jahren einen anderen, also zumindest also aus meiner Sicht, die sich das Regelbuch noch nie komplett durchgelesen hat jetzt, wo ich es noch im Schrank stehen habe, neu, dass sie einen anderen rollenspielerischen Fokus hat. Und das fand ich dann doch schon sehr schnell sehr cool. Genau, das hat mich dann halt am Anfang doch schon sehr motiviert, dann weiterzuspielen. Deswegen, man hat es ja gemerkt, ich wollte unbedingt einen menschlichen Charakter spielen. Und ich fand halt die Idee halt auch interessant, dass es jetzt mehr wirklich um dieses Tier in dir geht und halt nicht irgendwie darum, dass man so viele Blutpunkte steckt, wie es geht und dann irgendwie lustige Dinge tut. Ich habe da halt schon von anderen, also so Off-Air-Runden, ganz absurde Sachen gehört. Und das fand ich halt dann, das hat sehr viel Spaß gemacht auch. Und auch wenn das natürlich als das, ich weiß nicht, da kannst du ja was zu sagen, vielleicht ein bisschen anstrengend war, dass ich glaube, die ersten 8 Sessions ganz von der Gruppe so unabhängig war, das hat sich doch schon sehr cool angefühlt. Also, ich weiß nicht, dass das, also, nein, nicht mit der Gruppe nicht zusammen zu sein, aber halt dieses, dass mein Charakter halt doch schon noch so ein Eigenleben hat, aber also langsam zu der Gruppe dazugefunden hat. Und ja, dann hat sich das ja nachher echt gut entwickelt. Also, ich kann ja ohne Lug und Trug sagen, dass das, glaube ich, die intensivste Runde war, die ich bisher gespielt habe. So. Das finde ich, hat man auch durchaus mit den anderen Spielern gemerkt. Ich finde das sehr, sehr schnell, aber sehr, sehr cool. Und ja, das hat sich ja dann noch durchgezogen bis zum Ende. Ja, prima. Gehen wir mal weiter irgendwie beim Rerion, der ja später dazu gekommen ist. Der ist ja durch einen One-Shot eigentlich erstmal beim, wo war das? Nicht Spring Break? Was? Doch, war Spring Break, ne? Ja. Also 2019 im Frühjahr bist du zum ersten Mal dann in die V5 eingestiegen und dann mit dem One-Shot, den wir gemacht haben und dann, ja. Partybus. Genau, der Partybus. Genau. Ja, ja, was soll ich sagen? Ich kenne ja Empire schon sehr lange und ich war anfangs etwas skeptisch, was die V5 betrifft, aber hat sich tatsächlich schnell gelegt, weil ich die Idee dahinter sehr, sehr cool fand. Vor allen Dingen, dass man halt weggegangen ist vom V20 Power Gaming. Und sind wir mal ehrlich, das war's.
Das war halt Power-Gaming. Du konntest unglaublich mächtige alte Kainiten dir erschaffen, die einfach alles in den Boden gestampft haben, wo es darum ging, dass dann der Nosferatu mit Auspex 945 sich am Tremere vorbeischleichen wollte, der aber seine Sonnenbrille mit Auspex plus 1005 hatte und dann war, naja. Ja. Und dass man da so ein bisschen basic gegangen ist, fand ich tatsächlich sehr schön. Und ich wusste damals nicht so ganz genau, was ich konstruieren sollte. Und als dann Feder mit dem Thinblatt kam, weil da hatte ich mir quasi zeitgleich überlegt, ob ich aus Ronin nicht einen Kaitiff mache, aber dann dachte ich mir, dass Kaitiff und Thinblatt zusammen irgendwie nee. So, und dann ging ich mal die Clans durch, die ich nicht mag, und habe mich für einen von denen entschieden, den ich überhaupt nicht mag. Und halt jetzt dann ein Tremere draus gemacht, der auf diese ganze okkulte Schmu keinen Bock hat. Ja. Das war halt so der Grundgedanke. Und das mit dem Rauchen hat sich dann irgendwie komplett durchgezogen. Auch wenn ich den Charakter ein bisschen geklaut habe, aber gut geklaut ist ja halb kreiert. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, also keine andere Runde hat mir gleichzeitig so viel Spaß gemacht und mir so viele graue Haare beschert. So ein emotionales Auf und Ab, sowohl IT als auch OT, hatte ich noch nie gehabt. Was diese Runde in mehr als einer Hinsicht einzigartig macht und mich auch tatsächlich einige Dinge gelehrt hat, auch IT wie OT. Ja, muss ich auch sagen, irgendwie ich habe, das ist ja auch ein Experiment. Ich hatte vorher noch nie eine Sandbox geleitet und ich habe sehr, sehr viel falsch gemacht in dieser Sandbox als Spielleiter, und ich habe auch sehr viel gelernt für Gruppenführung und sowas. Also ich würde einige Sachen anders machen, wenn ich das nochmal von vorne starten würde, aber das ist halt so, man spielt und man lernt, ne? Ja. Ja, und last but not least, Feramin, die den Startschuss hergegeben hat für die Runde. Ja, mit dem Prelude, was sich ja spontan ergeben hat, weil Chicago Chronicles, über die ich quasi zu Koali gekommen bin als Zuschauer, an dem Tag ausgefallen ist. Ja, das war eben auch so, wir haben Through the Breach, ich habe zuerst in der einen Runde mitgespielt und bin dann spontan in die andere Runde mit rein, weil da auch jemand ausgefallen ist, so nach Motto, ja, ich freue mich dann heute Abend zuzugucken, ja, da fällt einer aus, hast du nachher Zeit? Das war dann irgendwie so eine Sache von unter 2 Stunden. Und da kam dann halt dieses, ja, hier, Vampire kommt eine neue Edition, ich hätte Bock, die zu spielen, wollt ihr mitspielen? Und das war so, ja, warum nicht? Und ich habe früher Dark Ages relativ viel gespielt, haben wir auch mal Masquerade. Ist Ja, ja, gerade ja. Und für uns war das zu dem Zeitpunkt eben, also wir haben da auch viel Shadowrun gespielt und war es so ein bisschen, ja gut, das ist halt wie Shadowrun, nur dass du ein Vampir bist und irgendwie jetzt nicht so. Also in der modernen Welt, jemand, der sich nur nachts bewegen kann, ist einfach, ja, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nicht so furchtbar auffällig und gefühlt nicht so schwierig, weil bei uns war dieses ganze Politikgedöns auch nicht so im Vordergrund irgendwie. Und dann ist es, fand ich jetzt auch bei der FÖR5 einfach dieses, okay, die Menschen sind sich wieder darüber gewahr. Es gibt sowas wie die zweite Inquisition und sowas wie ein Smartphone bedienen funktioniert halt eigentlich nicht so leicht. Und also dieses, du bist dann wieder an dem Punkt, wo es einfach mehr Hindernisse gibt und das fand ich halt spannend dran. Das ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen umstritten gewesen, auch in den Kommentaren. Aber klar, warum, klar können Vampire Smartphones benutzen. Also sie können es benutzen, wenn sie halt ihre Körperfunktionen wieder anschmeißen. Das ist halt jedes Mal ein Rouse-Test, ne? Dann geht das, ja. Also ich muss sagen, ich habe als sterblicher Mensch manchmal so trockene Finger, dass ich, dass nicht genügend Leitfähigkeit drauf ist, dass ich mein Handy bedienen kann. Also Ja. das denke ich mal, wenn du tot bist und damit nicht mehr groß irgendwie Feuchtigkeit auf der Haut hast, dann ist das durchaus Genau, ja. technisch ein Und es geht Problem. ja auch nicht so von jetzt auf gleich, ne? Also man kann es halt die Körperfunktion anstellen, aber bis du halt genug
ne, bis du genug Grip gesammelt hast, sage ich jetzt mal, dann dauert es dauert wahrscheinlich auch eine. Das habe ich aber auch relativ handwedlerisch irgendwie, also wenn ihr Handys benutzen wolltet, dann. Es gibt ja auch Handys, die auf einer anderen Basis irgendwie funktionieren oder so. Da gab es, glaube ich, auf Reddit gab es da eine ellenlange Diskussion drüber, wie das denn jetzt da gerade ist oder wie nicht und so. Also wenn du tatsächlich von dem Normalen ausgehst, ich meine, es gibt ja auch heute die Stifte, mit denen du diese ganzen Touch-Sachen bedienen kannst, sondern es gibt auch Handschuhe, die ja. Also ich habe so Winterhandschuhe, die halt an den Fingerspitzen so Dinge haben, dass du damit trotzdem auf dein Smartphone rumtapsen kannst. Also es gibt Möglichkeiten, diese Technik auszutricksen, aber es ist halt dann wieder so eine Spur umständlicher. Also es ist einfach nicht mehr so easygoing, wie du es davor als Mensch hattest. Ja. Ja, und dazu kommt halt dann die digitale Vernetzung, die halt ja unterwandert ist durch die zweite Inquisition. Das heißt, wenn die Vampire hinterlassen überall Spuren, wie die Menschen halt auch überall Spuren hinterlassen und gewiefte Kommunikationsexperten können dich einfach tracken damit. Und ja, genau. Deswegen, es hat die Camarilla ja zumindest die Benutzung der modernen Medien verboten. Ja, und genau. Wir gehen jetzt mal ganz kurz, also es sei denn, du willst noch was erzählen, gehen wir dann ganz kurz mal in die Umbaupause, denn dann kommt die Feder rein, die wartet nämlich schon und dann können wir ein bisschen weiter quatschen. Wir machen eine kurze Pause. So. So, da geht's weiter. So, hallo Feder. Hallo. Hallo. Schön, dass du doch noch Zeit gefunden hast. Ja, wir haben ja gerade ein bisschen über die Anfänge gequatscht. Du hast den ähnlichen Anfang wie der Rerion. Du hast auch bei dem Partybus mitgewirkt. Rerion hat gerade schon ein bisschen was erzählt. Ja, magst du auch noch was erzählen zum Anfang? Also eigentlich hatte ich vor, gar kein Vampire zu spielen, weil ich mich daran so ein bisschen übersättigt hatte. Und dann kam der Koali mit seinem One-Shot um die Ecke. Und ich dachte, ja, ein One-Shot. Und die V5 wolltest du ja auch mal ausprobieren. Ja, und dann wollte ich mal ein Dünnblut spielen, weil ich auf keinen der Clans irgendwie Lust hatte. Und ja, so kam dann Jelly zustande. Und ich fand die ganz interessant, die Mechaniken der Dünnblüter und wie die funktionieren. Und genau, die organisierten ja. Dünnblüter, also dass sie quasi wie ein eigener Clan sind, ist ja in der V5 auch quasi das Neue gewesen. Ich meine, die gab es halt auch schon in der V20. Aber so mit richtigen Clans-Disziplinen in Anführungsstrichen gab es, das hatten die nicht in der V20, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, hatten sie nicht. Die waren immer so, also sie hatten Vor- und Nachteile, aber die hatten halt, wenn, glaube ich, so abgeschwächte Clans-Disziplinen von dem Clan, von dem sie halt gekommen sind, wenn überhaupt. Und maximal bis Stufe 3. Ja, eben, genau. Ja, das ist ja jetzt irgendwie gut, ich glaube, die Maximalstufen sind nicht limitiert, aber der Zugang zu den Disziplinen sind halt relativ begrenzt. Du hast halt am Anfang einen Feeding-Type-Disziplin, die du als Dünnblut kriegst. Und die haben halt die Möglichkeit, niedrig, also die Einpunkt-Disziplinen quasi zu mimiken, ne?
Genau, ich kann halt bis zu Stufe 4 Disziplin mimiken, sofern ich entsprechenden Zugang zu bestimmten Blut habe, sofern ich die Fähigkeit mindestens einmal gesehen und/oder erklärt bekommen habe. Das verkürzt quasi die Braugeschwindigkeit. Ich brauche bestimmte Komponenten und ich brauche bestimmte Arten von menschlichem Blut, um das Ganze zu machen. Und dann brauche ich Zeit, bedeutet, ich glaube, für eine 4-Punkte-Disziplin muss ich irgendwie fast ein Jahr brauen für eine Anwendung. Also das ist extrem lange. Hier für meine eine Fähigkeit, die ich ja nicht angewendet habe, das Fliegen, musste ich irgendwie, ich glaube, 3 Monate komplett das Ganze irgendwie köcheln, beziehungsweise halt ja, irgendwie miteinander verbinden, damit ich halt eine Anwendung habe von dieser Fähigkeit. Und so geht das halt für alle Quasi Disziplinen. die Alchemisten der Vampire geworden, die Genau. Dünnblüter. Ja. Bekommt Potenz erklärt und haust ganz fest zu. Ja, wir hatten außer Dr. Angela ja niemanden, der hier hätte Potenz erklären können. Ne? Also, naja, braucht man. Aber wenn ihr die Geschichten gelesen habt, braucht Jelly auch gar kein Potenz. Ja, das Ja. war ja noch so eine andere Sache, die dann später gekommen ist, dass ihr angefangen habt, mal kleine Geschichten zu schreiben. Das war auch echt irgendwie die erste Runde, die ich geleitet habe, wo die Leute selbstständig angefangen haben, neben dem Rollenspiel noch extra Content zu produzieren. Was ich Klingen der Nacht, enorm meinst du? krass gut fand, ja. Außer Klingen der Nacht. Ja, stimmt, ja. Aber da war das nicht so viel, ne? Also da Sehr war gut, das es, ne, stimmt. irgendwie, ja. Also nicht in dem Ausmaß. Ja. Ja, ich habe gerade in der Pause hat der Kakko gesagt, der macht heute so ein bisschen den Chatmeister. Hast du schon irgendwie was an Fragen für uns auf Lager? Ganz zu Anfang hat der Umgang, glaube ich, eine der Fragen gestellt. Und zwar, also trotz dessen, dass er die Antwort schon kennt, wie heißt die Stadt ohne Namen? Die hat keinen Namen, keine Ahnung. Also, Nähkästchen geplaudert, wenn man eine Sandbox erstellt, braucht man ja immer Orte, wo was stattfindet. So. Und ich bin ganz schlecht in Namen. Also ich bin generell super schlecht in Namen. So. Und ich hätte mir natürlich irgendwie die Amerika-Karte irgendwie aufmachen können und hätte sagen können, irgendwie so mit dem Fingersuchspiel, irgendwie so den Ort nehmen wir, aber dann gibt's halt wieder irgendeine Fritte, die irgendwie sagt, aber das gibt's schon und da ist ein ganz anderer Typ Prinz und so und so das typische Rollenspiel-Polizei-Problem. Und da hatte ich keinen Bock drauf und habe dann gesagt so irgendwie, wieso lassen wir das nicht total offen und machen dann ein Mysterium draus und schauen mal. Also da habe ich schon direkt das erste, wo Leute drauf anspringen können, was es vielleicht zu herauszufinden gilt, ne? Also ich war zu faul, mir einen Namen auszudenken. Oder zu faul zum Suchen. Übrigens, die Bilder, die ihr von dieser Stadt ohne Namen habt, das auch hier im Hintergrund ist und auch auf den Thumbnails, das kommt alles von Feramin, weil die war in so einem Kaff in Texas, irgendwo im Nirgendwo, und hat da Bilder gemacht. Und ja. Das Kaff, wo sie da war, das hat dann auch später für die Karte, die wir ja entwickelt haben, auch herhalten müssen. Also, wenn ihr so wollt, dann ist die Stadt ohne Namen das kleine Städtchen Van Horn in Texas. Allerdings ist Van Horn wesentlich kleiner als die Stadt ohne Namen, glaube ich noch. Gar 2.500 Einwohner. Ja. Und ja. Genau, das ist wesentlich kleiner, als ich mir die Stadt ohne Namen gedacht habe, ja. Hat, glaube Die ich, ist auch so gar. klein, dass es nicht mal ein Walmart gibt. Es Ja, gibt dort also einen kein Winz-Supermarkt, aber Krankenhaus kein und Walmart. ja. Doch, ein Krankenhaus gibt's. Okay. Culberson County Hospital. Deshalb hatten wir es auch Zwergpaladin damals, war es, glaube ich, Ach rausgefunden, wo es ja, ist, weil wenn stimmt, du ja. nach dem Namen von dem Krankenhaus suchst, dann findest du den Namen der Stadt. Naja, ja. Sonst ist das wirklich so ein 2.5 Autostunden östlich von El Paso, mitten im Nirgendwo. Wirklich mitten im Nirgendwo. Ja. Es gibt einen Nachtclub, wo sowohl Bingo-Abende wie auch Beerdigungen stattfinden und die Gleichzeitig. Bahnlinie führt durch. Und ja, früher hatte die Stadt wohl mehr Bedeutung, aber dann wurde der Highway gebaut und damit
waren die Leute schneller unterwegs und nicht mehr darauf angewiesen. Also früher hatten dort halt viel, also es gibt dort arsche viel Hotels, so richtig schäbige kleine Motels, also weil da eben früher viele Leute Rast gemacht haben auf dem Weg Richtung Osten, aber mit diesem Highway sind die schneller beim Reisen und deshalb nicht mehr wirklich darauf angewiesen, dort hinzukommen und ja, Kaff. Ich meine, böse Zungen könnten behaupten, dass Bingo und Beerdigung streckenweise nah beieinander liegen, aber wenn man sich zu doll freut, dann kann man sich halt gleich in den nächsten Raum bringen lassen. Ich glaube auch, das war eine gute Entscheidung, das so zu machen, dass man denn der Stadt keinen Namen gegeben hat, weil das hat es so ein bisschen besonders gemacht, ne? Also ich könnte ja jetzt ja auch mal, also ihr als SpielerInnen wusstet ja auch nicht irgendwie darum, wo ich euch da reinschicke. Und als ihr dann irgendwie es schnell gemerkt habt, irgendwie, okay, die Leute wissen nicht, wo sie wohnen oder sagen es nicht oder denen ist das egal, ist halt auch schon so direkt so ein bisschen dieses, also ich hoffe, dass es so rübergekommen ist, so ein bisschen so ein unbehagliches Feeling, was direkt schon mal rüberkommt, so, ne, das Mysterium, was dann da ist, irgendwie, es ist ja immerhin so, Vampire soll ja auch so ein bisschen eine Horrorrunde sein, irgendwie, und Horror entsteht ja meistens aus Dingen, die man nicht greifen, nicht begreifen und nicht erklären kann, und eine Stadt, die keine Namen hat und wo die Leute halt auch, denen das egal ist, dass sie keinen Namen hat, ja, das ist halt schon mal der erste Punkt, der Ansatz schon mal. Aber ihr als Charaktere habt euch ja da nie groß Gedanken drum gemacht, außer Jelly, die Für Jelly war das größte im Mysterium, wie weiß Amazon, wo es die Pakete hinliefern soll, wenn die Stadt nicht existiert. Dazu kann ich dir sagen, Amazon kann mit der Adresse tatsächlich nicht wirklich etwas anfangen. Okay, sehr gut, wenigstens. Beziehungsweise etwas. Amazon kann nichts mit der Adresse anfangen eines Ortes, der ganz in der Nähe von Fenhorn liegt, der irgendwie dem Chef von Amazon gehört, und dann so, sind Sie sicher, dass diese Lieferadresse stimmt? Oh ja, und wie ich sicher bin. Sind Sie sich ganz sicher? Fragen Sie Ihren CEO, ob es diese Lieferadresse gibt. Ja. Also ich weiß noch, dass Feder mich irgendwie nachts irgendwo auf Discord angeschrieben hat mit so einem Katalog an Fragen, weil Jelly Intime halt irgendwie Recherche betrieben hat. Und dann habe ich mich tatsächlich einen Tag über hingesetzt und habe versucht, die letzten 100 oder 200 Jahre Geschichte von dieser Stadt irgendwie aufzuschreiben. Und habe mir da ein bisschen was aus den Fingern gesogen. Ja. Und dann, aber das war relativ später. Also Jelly war dann auch, ja, also das muss ja 4-5 Monate nach Beginn der Runde gewesen sein. Und das heißt, erst dann habe ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht, was da früher in der Stadt mal war oder so. Also vorher habe ich da überhaupt noch nichts. Und ich habe es auch so vage gehalten, dass man da alles und nichts reinlesen kann. Und habe Feder auch vorher gesagt, das ist ganz viel Folklore und wie man das so hat, ne, wenn man alte Sachen irgendwie ausgräbt, dann findet man Wahrheiten und Dinge, die Leute für Wahrheiten halten. Ne? Ich denke halt, das Wichtige war da, zwischen den Zeilen zu lesen. Genau, ja. Wir hatten ja dieser Sage von dem Rudel wilder Hunde, das Kinder frisst, und wir hatten die Sage von dem Indianerstamm, die einen Dämon beschworen haben, um die holländischen Siedler zu vertreiben, und wir hatten noch irgendwas. Ich glaube, es gab einen weiblichen Schutzgeist, da bin ich mir jetzt aber gerade unsicher. Ja, es gab diese immer aufkeimende, blutigen Auseinandersetzungen. Ja. Genau, es gibt immer wieder blutige Auseinandersetzungen und oder Unglücke. Halt dieser Minenvorfall zum Beispiel. Und für sich genommen waren die ganzen halt so schwammig bis unscharf, aber dazwischen konnte man halt immer wieder lesen, dass halt in regelmäßigen Abständen in der Stadt irgendwas Schreckliches passiert, was viel Blut fordert, was ja schon so ein bisschen ritualistischen Charakter hat, was wiederum nicht unbedingt toll ist, wenn man in einer Stadt feststeckt, wo man nicht rauskommt und man merkt, es beginnt wieder hochzukochen. Ja. War großartig. Ja, es kam ja auch später auch erst dazu, ne? Ich weiß gar nicht genau, wann ihr entdeckt habt, dass ihr nicht mehr rauskommen. Ich glaube, das war auch Jelly die Erste, die das probiert hat, ne? Nein, das war Isaiah. Isaiah war der Erste, der versucht hat, rauszukommen. Ja. Das ist halt das andere Problem, stand auch relativ früh fest in meinem Kopf zumindest. Was mache ich, wenn die Charaktere nicht in meiner Sandbox bleiben wollen? Also wenn die da, ne, also wenn die, keine Ahnung, wir gehen jetzt nach Chicago oder so.
Mein Reisen ist für Vampire immer so eine Sache, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Man hätte das dann irgendwie ausspielen können, aber dann hätte man wieder so eine 0815-Setting gehabt. Und ich wollte eigentlich so ja, Neues kreieren und den Platz haben, irgendwie Neues zu machen. Und deswegen war das für mich relativ schnell klar, dass es ein mystisches Problem gibt, darum, warum Vampire die Stadt nicht verlassen können. Ja. Ja. Das war dann auch zumindest für mich und für meinen Charakter auch echt da, also das an, also das Problem ja vor allen Dingen und halt das auch antreiben, dass man ne, guckt halt, dass man da rauskommt. Und auch das mit den ganzen, also dass man den Namen nicht kennt und so, das war ja für meinen Charakter, war das, dem war das ja auch anfangs erstmal egal, weil es war ja praktisch für den, der wollte halt weg von zu Hause und dass sie den nicht finden und wo findet man den, ne, halt nicht in der Stadt, wo es keinen Namen gibt, ne, das war super. Und dann halt im Nachhinein, warte mal, warum hat die denn keinen Namen? Und dann war für mich als unwissender Spieler, dachte ich, da ist bestimmt ein riesen Plan hinter und oh, wir kommen nicht raus. Ja. Also ich wollte dieses keinen Namen kennen und so oder und dieses nicht auf der, also nicht so halb, nicht auf der Karte auftauchen. Das hat Jelly ja auch rausgefunden, dass wenn man gestrickt danach sucht, man schon was findet. Aber ne, man muss halt auch schon direkt so mit der Nase drauf gestoßen werden. Ich habe das so ein bisschen halt angelehnt an so eine, an die Verdunklung von Vampiren. Ne? Da ist es ja auch nicht so, dass du unsichtbar wirst, sondern du wirst einfach ignoriert, ne? Und so genauso ist es auch, den Leuten ist es egal, dass sie nicht, also die Stadt hat einen Namen, aber den Leuten ist es egal, der wird halt nicht ausgesprochen und so. Und irgendwie, der ist immer in den Schriftstücken, die Jelly gefunden hat, war der immer so ein bisschen schwammig. Und sie hat ihn nicht richtig lesen können und so. Das war gruselig. Und mit den Straßenschildern. Genau, ja. Ich habe ja irgendwann so Selfie-Stick genommen und versucht, die Vorderseite zu fotografieren. Und jedes Foto hatte irgendwie entweder verbeult oder verwaschen oder unscharf oder was weiß ich. Und überhaupt, also das fand ich gruselig. Genau, da kommt dann das. Selbst die Stadturkunde war irgendwie so blank. Ja, da kommt dann das ins Spiel, was der Meister Umbre noch hier in den Chat geschrieben hat, irgendwie, dass es, dass Dinge einfach anders sind, als man sie erwartet. Ne? Das trägt dann halt auch zu einer Gruselstimmung bei. Ne? Irgendwie, du machst ein Foto und erwartest, da ist was drauf und dann ist es halt. Ja, verwaschen oder nicht ersichtlich oder so. Das heißt aber auch, das ist dann auch der Amazon liefert die Pakete, weil sie genau wissen, wo diese Stadt ist. So, wenn sie die suchen, erst suchen müssten, dann würden sie wahrscheinlich nicht finden. Aber ne, sie finden die, weil sie wissen, wo sie hin müssen. So. Und das bedingt sich halt an der Stelle bei. Und da denkt auch keiner drüber nach von den Menschen. Das ist einfach so. Genau wie die Leute rein und rausfahren, die Menschen aus der Stadt, ohne dass sie Probleme bekommen, weil sie genau wissen, da ist eine Stadt. Aber keiner kümmert sich drum, wie die heißt. So. Es ist den Leuten auch egal. So, so das ist das Mysterium, was ich mir dahinter. Also da steckt jetzt keine ausgeklügelte. Das ist natürlich auch alles total schwammig so, aber das trägt so ein bisschen zum Mysterium bei auch. Ne? Mhm. Ja, hast du noch was für uns, Kakko? Ja, es gibt bestimmt jetzt schon ganz viele Sachen. Harlekin hatte vorhin gefragt, was in der vorletzten Folge in meiner anderen Innentasche war. Das wurde aber schon beantwortet. Das war nämlich der Manschettenknopf von Isaiah. Das hat Elena noch richtig gestellt. Sonst die Frage von Stefan347. Warum war unter der Stadt mit einem riesigen Aufwand ein unbedeutender Vampir gefangen? Erstmal Ouch und Umbreon. ich denke mal, ein Flock und ein versteckter Schrank würde auch für mächtige, gefährliche und mehr bekannte Vampire reichen. Die Frage ist ja, ist Alistair Webb wirklich ein Vampir? Er weiß selber nicht, wer er ist. Ne? Und Frage ist, also er war halt mehr oder weniger geflockt. Er war tot quasi in diesem Ding. Und hat trotzdem Einfluss gehabt nach draußen. Und ja, man kann es jetzt so oder so sehen, ne? Trägt halt auch wieder so ein bisschen zum schwammigen Mysterium bei, warum es genau, warum die Magier das so gemacht haben und nicht anders. Aber es war nicht von vornherein klar, dass Alistair Webb da unter der Stadt ist. Das kam erst in den letzten paar Monaten. Ich hoffe, das erklärt's. Also wenn du noch genaueres erklärt haben möchtest, dann frag nochmal nach. Womit du, glaube ich, auch schon eine Frage beantwortet hattest, die zwischendrin war. Ne? Also so, ob das mit Alistair Webb von Anfang an geplant war. Nein, war, glaube ich, zwischendrin auch mal
geschrieben worden. Also ich bin in die Runde reingegangen, blank. Also ich habe auch selber kaum was gewusst. So. Und ich habe mit den Charakteren zusammen die Stadt ergründet und die Mysterien der Stadt. Immer wenn die Charaktere irgendwo hingegangen sind, Fragen gestellt haben zu bestimmten Dingen, dann musste ich mir ausdenken, was da passiert. Und nicht vorher, ich baue nicht vorher so ein Straßenkonstrukt und alles Mögliche auf und den Charaktere gehen da lang, sondern ich selber als Spielleiter entdecke die Welt quasi mit den Charakteren und muss mir auch erst dann Gedanken über Dinge machen, wenn die Charaktere damit interagieren. Das hat Vor- und Nachteile. Hatte natürlich nachher den großen, großen Nachteil, dass es einfach unglaublich viel wurde, weil du hast als Spielleiter immer die Intention, wenn Charaktere halt irgendwie durch eine Tür gehen oder irgendwas erkunden, dass du dann immer so ein, ja, da könnte ich jetzt mal was einbauen. Das heißt, ich habe unglaublich viel angefangen und nicht zu Ende gebracht. So, ne? Und unglaublich viel Zeug am Ende gehabt, was ich im Hinterkopf haben musste. Und je mehr die Spieler sich in der Stadt bewegen, desto mehr musst du im Hinterkopf haben. Und dafür habe ich mir als Spielleiter einfach, weil ich faul bin wie Sau, zu wenig Notizen gemacht und zu wenig aufgeschrieben und so. Also, wenn das jetzt noch 2-3 Jahre weitergegangen wäre, wäre mir, glaube ich, der Kopf geplatzt. Irgendwann. Mhm. Genau, wie gesagt, die Frage von Dollar Power vorhin hast du dann schon selber von der quasi erläutert. Dann hat Sierra, glaube ich, jetzt 3 Fragen reingeschickt. Fangen wir von Anfang an. Oder habe ich eine vergessen? Ich glaube, die Frage wurde gerade schon beantwortet von Etriel. Und zwar die erste Frage: War von Anfang an klar, dass Pnava ein Mensch bzw. Magus war oder ist? Nein, war es nicht. Also in der ersten Situation, wo ihr ihm begegnet seid auf dem Empfang, da war er noch wirklich, also da war in meinem Kopf auch noch Vampir. So. Aber der hat dann irgendwann so eine Rolle gekriegt in der Stadt, wo ich gedacht habe, irgendwie es ist zu schade, dass der nur Vampir ist. Weil ich den Dinge tun lassen musste, die eigentlich für Vampire gerade nicht so handhabbar ist. So und ja, und ich glaube, an einer irgendeiner Stelle oder so wurde der für euch auch relativ uninteressant, weil dann, oh gut, ja, Tremere, Und ich wollte den halt behalten, weil mir der Charakter halt so viel Spaß gemacht hat und ich wollte den ein bisschen würzen mit was extra. So, und mir war so ein, ja gut, ist halt ein mächtiger Tremere, war mir zu langweilig. Wobei, für mich kam er dann irgendwie am Anfang, es war, glaube ich, auch in den ersten 10 Sessions, habe ich den ja so hassen gelernt. Eigentlich unbegründet, aber vielleicht kann ich ja darauf nochmal später zu sprechen kommen. Ja, sag ruhig, also das hat mir als Spielleiter halt auch irgendwie merkwürdig. Ich versuche einen Charakter relativ freundlich darzustellen, okay, mit ein bisschen Quirks dabei, okay, der war schon ein bisschen in seinen Verhandlungsweisen ein bisschen übergriffig, so, aber der war ja an sich, hat er nie was Böses gemacht. Und ihr habt den irgendwie, keine Ahnung, was für ein Drecksarschloch gehalten. Ja, die Sache war ja am Anfang in der Phase, wo, also ich glaube, das war ja die ersten 10 Sessions oder so, wo ich ja eher abseits davon war und erstmal gucken wollte, dass mein Charakter irgendwie sein Unleben auf die Kette kriegt. Und der war ja wirklich bettelarm, also Bruce hatte gar kein Geld, deswegen war der ja auch in dem Trailer mit seinem besten Freund Henry. Und nachdem ich ja den zur Grenze gefahren habe, war auch so ein Bahnübergang, hab mit diesem Bahnübergang gesprochen und so. Danach gab es so eine Szene, die ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch irgendwie am Kopf hat. Also mir ist die halt super im Gedächtnis geblieben, weil das halt direkt nacheinander kam, wo ich, glaube ich, spontan gesagt habe, weil Bruce irgendwie nichts zu tun hatte, ja, komm, ich mach mal Fernsehen an. Oder hab irgendwie in die Online-Zeitung geguckt. Und dann war irgendwie dann ein Artikel drin, die hast du beschrieben. Die verschwundenen Kinder. Genau, da ging es nämlich um ganz viele Immigranten. Genau, und da ging es nämlich um ganz viele verschwundene Immigrantenkinder. Und da dachte ich mir so, nee, das kann ja jetzt kein Zufall sein. Also, ich in meinem naiven Spielersinn, das kann ja jetzt kein Zufall sein. Das muss ja irgendwas dran sein. Ich meine, ich war ja gerade eben da an so einem Bahnübergang. Das war auch direkt in Grenze Mexiko. Da dachte ich mir, nee. Nein, das kann der nicht gemacht haben. Und dann habe ich mich halt natürlich auch, oder mein Charakter hat sich ein bisschen reingesteigert, weil das war halt für den kein Zufall. Und
seitdem habe ich halt, glaube ich, alles, was der Mann gesagt hat, habe ich dann irgendwie immer innerlich hinterfragt und ich habe dem nichts geglaubt. Ich konnte dann, da war auch mein Breaking Point mit ihm. Also der NSC war super, ich finde auch immer noch klasse, aber mein Charakter hat ihn dann echt gefressen gehabt, weil also solange die Möglichkeit bestand, dass er dafür den Tod irgendwie von Kindern oder so verantwortlich ist, ich meine, es ist ja die WOD, es ist ja nun mal bösartig alles, da war halt vorbei. ja, also das war auch der einzige Charakter, wo mein Charakter erwogen haben, den trotz meiner hohen Menschlichkeit umzubringen. Oder halt irgendwie, wenn er noch einen Schritt weitergegangen wäre, dann wäre das dann so einer dieser Breaking Points gewesen für Bruce. Der kam ja dann nicht, das war dann wieder alles okay. Und am Ende hat sich das ja dann doch auch ein bisschen aufgelöst. Aber das war ja echt so ein Punkt, da habe ich als Schüler gedacht, war das jetzt ein Zufall oder war das beabsichtigt? Und ich weiß gar nicht, ob das von ihr so beabsichtigt war mit diesem Artikel, den ich da gelesen habe, oder ob das einfach nur so zufällig war. Hilf mir mal auf die Sprünge, weiß ich gerade nicht auswendig, was du meinst. Das war halt, nachdem ich Pnava zu diesem Grenzübergang gefahren habe. Mit den Kindern das. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist halt so ein typisches Ding, was ich ganz gerne mal gemacht habe, ganz oft auch in der Runde gemacht habe, ist irgendwie so Informationen zu geben und zu gucken, wie er darauf reagiert. So, das, ne, wo nicht klar ist, wo die Information herkommt, was die Information soll, aber ihr mit einer bestimmten Voreinstellung schon irgendwie auf der Suche nach Informationen irgendwo hingegangen seid und ich einfach mal gucken wollte, wie die Charaktere, also ich habe das super oft gemacht mit allen von euch irgendwie, dass ich euch in Situationen gebracht habe, wo ich einfach schauen wollte, wie reagiert der Charakter da drauf und dann von da aus weitergesponnen habe und genau, das war halt so eine der Situationen in dem Fall. Was macht Bruce, wenn er, also der gute Bruce, der war ja schon ganz am Anfang schon ja immer der Gutmensch, was macht der, wenn der halt wirklich einen begründeten Verdacht bekommt, nutzt der seine neuen Kräfte aus, um einem potenziellen Mörder irgendwo ins Handwerk zu fuschen oder so. Hast du da nicht gemacht, du hast dann einfach nur gemieden, aber genau. Genau, weil ich ja auch, also IT ja auch gar kein Beweis dafür, das wäre nur so eine Vermutung und das war dann halt irgendwie dann noch zu wenig. Deswegen hatte ich auch immer IT und OT so ein bisschen gehofft, dass da noch ein Anhaltspunkt kommt, eventuell, dass der das halt wirklich hätte sein können. Es gab auch, glaube ich, kurz einen Moment, wo wir herausgefunden haben, dass wir Seelen brauchen oder dass man quasi eine Seele braucht, um durch die Barriere zu kommen. Das wurde dann ganz schnell quasi konkretisiert, das muss eine Vampirseele, glaube ich, sein. Mhm. Und dann war das halt schon irgendwie raus, wobei das ja noch, hatte ich einen Abend, ich weiß noch, ich saß in diesem Sessel und habe die ganze Zeit überlegt, was ist, wenn der irgendwie Kinder sich geholt hat, die zum Vampir gemacht hat und dann quasi über den Jordan geschickt. Also das war dann ganz absurd. Genau, aber das ist genau das Ziel, dass es halt solche Gedankengänge halt auch in den Spielerköpfen irgendwie zu verankern und dann zu schauen, was sie mit einem, was das dann für Konsequenzen im Spiel dann halt bringt, ne? Das ist halt ein anderer Herangehenssatz, als irgendwie zu sagen, ich habe hier was vordefiniert und schau dann mal, sondern ich finde diese Was-wäre-wenn-Fragen als Spielleiter halt immer total interessant und ich bin auch ein Spielleiter, der sich ganz gerne auch selber in die Spielercharaktere mit hineinversetzt. Zumindest bis zu dem Grad, wie ich das kann. Ne? Und auch ganz gerne dann auch durch eure Augen quasi Thematiken erlebe, die ich interessant finde. Mhm. Das ist dann quasi, als würden wir beide uns irgendwie über ein Thema unterhalten. Ne, so bespielen wir halt ein Thema und ich schaue da halt durch deine Augen quasi das Ding an. Das ist so ein bisschen so intern so ein bisschen meine Satisfaktion am Spielleiten. Ja, ja. Alles klar. Ansonsten habe ich noch ich schiebe mal eben die Frage vom Dollarpaar ein, weil ich habe ich ganz frech überlesen. Der hat mich vorher gefragt, was ist eigentlich mit dem ersten Prinzen geschehen, der verschwunden ist, also mit Edo? Ja, das ist ja nie irgendwie wirklich aufgelöst worden. Irgendwie in meinem Kopf war der einfach, also in der V5 gibt es ja für alte Vampire ein großes Problem, denn Gehenna läuft ja, also Gehenna ist passiert und der Gehenna-Krieg läuft. Das heißt, die ganzen alten, uralten Vampire sind erwacht und agieren auch.
Und das Problem ist, dass die alten Vampire halt durch die Verbindung, die sie durch das Blut bekommen, die Einfluss und Macht ausüben auf alle anderen Vampire, die ihrer Blutlinie entstammen. Ne? Und das nennt man den Call oder ne, den großen Ruf. Das heißt, die können sagen, komm und diene mir. Und der Vampir hat keine Wahl, der muss, wie so, ist halt wie ein Blutsband, ne? Der muss dahin in den Krieg und dem alten Vampir quasi dienen. Und genau das ist Edo passiert. Der hat den Ruf gehört, hat sich eine Weile dagegen gewehrt und hat dann einfach die Stadt verlassen müssen. Das hatten wir lange Zeit vermutet und es wurde dann durch Joe bestätigt. Ja. Als er mit Ronan geredet hat, bevor er sich hat drin richten lassen, weil er gesagt hat, er hört den Ruf auch und hält es nicht mehr aus und möchte halt nicht einfach hier so. Aber der hat uns dann quasi bestätigt, dass Edo gegangen ist. Wir hatten es ja, das war ja, Alan wusste es nicht und irgendwer hatte, ich glaube, Veronica hatte die Vermutung irgendwann mal geäußert, dass er vielleicht den Ruf gehört hat. Und wie gesagt, bestätigt wurde es ja irgendwann ziemlich spät von Joe. Genau. Ich fand auch, das war noch eine richtig starke Szene, weil wir beide ja dann auch ganz kurz in diesen Nossi-Tunneln unten da diese Kutsche gefunden haben. Das fand ich aber, das war auch so ein super interessanter Punkt, weil das hatte mich dann doch immer interessiert, was mit dem geschehen ist, weil er ja auch für meine Zeit, für Anna so eine Bedeutung hatte, ne, die Stadt vorher unter ihm. Und das war ja dann auch, finde ich, so ein super interessanter Story-Arc da mit dem, also was mit dem eigentlich geschehen ist. Da fand ich das Ende auch sehr cool danach mit Joe. Ja. Also was aus ihm jetzt wirklich geworden ist, das kann man ja jetzt offen lassen. Also dadurch, dass Vampire halt nicht die Stadt verlassen können. Also entweder hat er wirklich auch ein Opfer gebracht und ist durch die Barriere durchgekommen oder er ist halt beim Versuch, die Stadt zu verlassen, in der Barriere getötet worden. Aber das kann man offen lassen, vielleicht für irgendwann eine andere Runde, wo ich den dann irgendwie nochmal ausgraben kann oder so. Aber der war halt weg, das war das Wichtige. Und keiner wusste so richtig, warum. Und auch das irgendwie, dass er den Ruf gehört hat, ist halt, das ist halt für Vampire auch echt, also so habe ich mir das halt auch vorgestellt, als ich das gelesen hatte in dem Regelwerk, dass das für Vampire total peinlich ist, wenn sie sich nicht mehr selber unter Kontrolle haben, gerade wenn das alte Vampire sind, ne? Und die sonst einfach über andere auch Macht ausüben die ganze Zeit, gerade für Prinzen oder so, ne? Wenn der Prinz irgendwie ein Anzeichen davon zeigt, dass er verwundbar ist oder dass er nicht mehr Herr seiner Sinne ist oder so, dann wird er angreifbar. So, und die alten Vampire lernen das, haben das wahrscheinlich sehr schnell gelernt, sich da unangreifbar zu machen und vertuschen sowas. Und bis zu dem Punkt, wo sie es halt nicht mehr haushalten können. Und dann ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Und das hatte ich so im Hinterkopf für Edo. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Stadt in dieses Chaos gestürzt wurde, ne? Weil er halt für nichts vorher vorgesorgt hat, weil er in seiner. Stellt euch Edo so vor, der ist halt so ein Vampir gewesen, der halt gerne alles unter Kontrolle hat. So hat er auch gemacht. Ne? Habt ihr auch Spuren davon gefunden. Ne? Die ganzen Ventru wurden alle wegrasiert und so, ne, vorher. Und nach mir die Sintflut ein bisschen, ne? Genau. Ansonsten würde ich jetzt weiter mal bei Sierra. Die hat noch gefragt, was mit Isaiah geschehen ist. Ich glaube, da kann jemand anderes hier ganz gut was zu sagen. Sierra, vielleicht mache ich das irgendwann mal mit ein bisschen Abstand, dass ich die ganzen Kurzgeschichten nochmal für alle veröffentliche. Das kam in der Kurzgeschichte vor, die die Patreons schauen konnten. Ende des Monats werde ich das Patreon von mir abschalten und dann könnt ihr da auch nicht mehr nachgucken. Vielleicht mache ich das irgendwie nächstes Jahr oder so nochmal, dass ich die dann irgendwie für alle nochmal irgendwie zur Verfügung stelle. Weil das ist halt so sonst ein bisschen blöd, weil da habt ihr euch alle so viel Mühe mitgegeben mit den Geschichten. Aber ich finde es halt den Patreons gegenüber auch cool, dass die das halt lesen konnten. Ne? Und ja. Aber Feder kann es ja mal sagen, weil Feder hat die Geschichte dazu geschrieben, was aus Isaiah geworden ist. Ich weiß nicht, was aus Isaiah geworden ist. Ich weiß nur, was ich mit ihm gemacht habe, aber ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Was ist mit Isaiah passiert? Isaiah hat mehr abgebissen, als er kauen konnte und hat die Rechnung bekommen, würde ich sagen. Der war ja immer so eine ominöse Bedrohung im Hintergrund, dadurch, dass er halt wusste, was Jelly ist.
Und je höher er auf der Ränkeleiter gestiegen ist, umso gefährlicher wurde er für sie. Weil er halt jedes Mal damit um die Ecke hätte kommen können, entweder du tust jetzt das, was ich sage, oder ich liefere dich an den Prinzen raus, als meine Trumpfkarte, ne, um halt noch mächtiger zu werden. Und Jelly hat gerade nach dem, was mit ihr passiert ist, wo es ja auch diverse Geschichten so gab, die Schnauze voll gehabt, unter dieser Zufallswahrscheinlichkeit zu leben und hat sich dafür entschieden zu handeln und hat sich in Malcolm einen relativ sicheren Verbündeten gesucht, hat sich trainieren lassen und ist tagsüber in seine Wohnung eingebrochen und hat ihn gepfählt. Jo. Und dann hat sie da gewartet, bis Malcolm Isaiah quasi abtransportiert hat, weil das hat Malcolm gemacht, deswegen weiß ich nicht, was mit Isaiah passiert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf irgendeine Art und Weise tot ist. Die Frage ist, ob er weiter in Malcolm existiert oder nicht. ja. Und, du unterschlägst den Mord, den du gemacht hast. Hä? Du unterschlägst den Mord. Ich komme ja dazu. Und Jelly hat dafür im Gegenzug sich um Isaiah's Ghoul gekümmert, die leider zur falschen Zeit am falschen Ort war und ein bisschen zu früh nach Hause gekommen ist. Und so wie Ghule nun mal sind, beziehungsweise alle geblutsbandeten Personen, wenn man die Person, die das Blutsband innehat, verletzt oder bedroht, sehen die rot und sind nicht mehr in der Lage, klar zu denken oder mit sich verhandeln zu lassen. Also hat Jelly eine ihrer Dünnblutfähigkeiten genutzt und hat, der guten Lilly Dr. Angela's Touchstone getötet. Genau. Und zwar ziemlich, kaltherzig. Sie hat ihr halt einfach das Genick gebrochen. Weil sie halt gemerkt hat, okay, mit der kann ich nicht mehr reden, selbst wenn wir es irgendwie schaffen, dass Angela sie umpolt oder so, dann müsste Lillian trotzdem verschwinden, weil dann würde der Prinz Lillian haben wollen, weil Isaiah war ja ihr Liebling und sie würde sie auf keinen Fall rausgeben an Angela. Und sobald der Prinz ein Blutsband zu Lillian hat, wird Lillian ihr auf jeden Fall erzählen, also auch schon vorher, dass ich ein Dünnblut bin und dass ich ihr in der Schaffe umgebracht habe und so weiter und so fort. Wir hätten uns so oder so um Lillian kümmern müssen und das hat es einfach nur beschleunigt. Und dementsprechend hat Jelly dann da Nägel mit Köpfen gemacht. Und Lillian danach in ihr eigenes Auto gesetzt, das Ganze angezündet und über die Barrierengrenze geschickt, wo es dann explodiert ist, um die Spuren zu verwischen. Ja. Das war das Ende von Lillian. Genau. Eleanor hat das gut erkannt. Isaiah war das Päckchen von Malcolm im Bahnhof, ja. Genau. Richtig. Genau, ja. Das war ja auch irgendwie dann für mich halt schon direkt offensichtlich, als ich halt den Manschettenknopf gekriegt habe. Das war ja dann schon, ne? Ich habe den ja nicht bekommen, der war auf einmal in meiner Tasche, ne? Genau. Immer diese Verdunklungsleute. Dann eine Frage, die ich selber auch sehr interessant finde, auch wieder von Sierra, ja, wenn das ja nacheinander hab. Für Feramin, was war das Konzept hinter der Reinkarnation von Samantha? Kann sie, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ne? Die habe ich nicht gemacht, also. Achso, ich dachte, ach, guck mal, interessant zu wissen. Aber dann generell mal gefragt an alle. Oder ob ihr das nur wisst. Also Feramins Charakterkonzept hat sich enorm nicht davon wegbewegt, was sie aufgeschrieben hat, sondern sie hatte halt Lücken gelassen, die jeder Spielleiter gerne aufnehmen kann in ihrem Charakterkonzept. Und die habe ich ja quasi genutzt. Ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, dass ich ganz gerne so aus der Sicht der Charaktere auch Dinge erlebe. Und bei Feramins Charakter war es extrem. Also die ist ja so weit gegangen, dass es eine ganze Ecke, dass es quasi sehr, sehr, sehr viel um Samantha ging und ich halt auch die Geschichte um Samantha total interessant fand. Auch allein schon, weil das hat schon mit dem Prelude angefangen, dass das einfach sehr, sehr intensiv war und sehr schön war und ich den Charakter einfach auch sehr gerne mochte, Feramin den super gespielt hat und ich einfach ein bisschen mehr rausholen wollte als statt so eine, ja, irgendwas Hintergrundgeschichte. Und Feramin hat mir auch freie Hand gelassen irgendwie. Man hat gesagt, so, wenn du was hast, mach was.
Und das habe ich halt mehr oder minder über die Monate dann so einzelne Puzzlestückchen zusammengesetzt, auch in meinem Kopf. Und was ich wusste, war, dass ich so eine Art Dracula-Geschichte machen wollte daraus. Und Dracula hatte ja diese Reinkarnation-Sache auch. Und ja, so ist es dann halt geworden, dass Andrew halt die Reinkarnation hatte mit Sam. Und davon wusste aber Feramin nichts und auch ihr Charakter nichts. Das, was aber auch gut war, weil das sie dann halt auch IT genauso hart getroffen hat wie OT. Also da kamen die Emotionen halt ganz anders rüber, als wenn Feramin das jetzt selber geplant hätte mit der ganzen Reinkarnation. Dann wäre es, glaube ich, nicht so intensiv gewesen. Ist halt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist irgendwie, hat man dadurch einen total intensiven, tiefen Story-Arc und andererseits habe ich damit Feramin halt auch in eine Situation gebracht, die mir im Nachhinein auch relativ unangenehm hochgekommen ist, weil ich damit halt ja sie genötigt habe, in eine bestimmte Weise zu spielen. Was sie trotzdem ja super angenommen hat, noch gemacht hat. Kannst du ja gerade noch mal was zu sagen, wie das für dich war. Du hast das ja durch so einen Brief erfahren, was mit deinem Hintergrund war. Ja, also in der Hintergrundstory war es einfach, da war diese, es war ja das für Toreador gibt es eben in der V5 nicht nur dieses Konzept hier mit Künstler und tralala, sondern da gibt es auch dieses Konzept einfach Menschen, also du hast mit Menschen zu tun gehabt. Wo eben als Beispiel auch hier ein Arzt oder da könntest du jetzt auch sagen, weißt du, Ärzte ohne Grenzen oder irgendwer, der tolle Reden hält. Also ging es halt darum, dass, wie gesagt, nicht nur dieses klassische Künstlergedöns, sondern auch anderes, wo du eben irgendwie Menschen inspirierst oder viel mit Menschen zu tun hast, mit Kunden und so weiter. Und da hatte ich halt diese Idee, ja, okay, hier, wir machen die Mutter hat eigentlich Medizin studiert und ist dann schwanger geworden und weil der Vater sich verpisst hat oder weil es halt keinen Vater gibt, wie gesagt, in meinem Kopf hatte der Vater halt, die ist schwanger, oh Gott, ich bin weg. Und deshalb hat die ihr Studium geschmissen, deshalb wollte Sam ja auch irgendwann mal Ärztin werden. Also war ja eben, sie hat die Ausbildung gemacht, um dann sich Geld zu verdienen für noch ein Medizinstudium. Und wie gesagt, in meinem Ding war es halt einfach so, mein Gott, der Vater ist halt einfach nicht da. Also ich meine, dass Kerle abhauen, wenn die Freundin schwanger ist und sie sich überfordert fühlen. Das ist ja jetzt irgendwie was relativ normal passiert und nichts Besonderes bei. Und ja, dann war es so, wenn du dafür eine Idee hast, dann mach, go for it. Lass uns mal gucken, wo uns das hinführt. Und ja, war eine spannende Reise. Genau, also wie gesagt, irgendwie das ist ein zweischneidiges Schwert. Wäre vielleicht als ein, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, ich würde einige Dinge anders machen. Ich würde vielleicht, wenn ich das nächste Mal mache, zumindest stellenweise das mit Ferami gemeinsam machen wollen. So, das wäre jetzt in meinen Augen ehrlich gesagt nicht notwendig, weil ich habe gesagt, ich lasse dir freie Hand und ich hätte jederzeit sagen können, so, wow, das ist jetzt ein bisschen too much. Ja, habe ich nicht gemacht. Also ist halt an der Stelle, wo es passiert ist, war ich mir auch noch nicht so sicher, wie, also da, weil wir jetzt über die Jahre halt ja länger zusammengespielt, mittlerweile kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie du spielst und ich, an der Stelle war es halt auch noch ein bisschen unsicher, wie das aussehen würde und das, ja. Also, ob das jetzt nötig ist oder nicht, ist halt eine Frage. Also, ich würde es halt verleihen für. Ich hatte zwischendurch dann für mich selber ein ungutes Gefühl dabei und das würde ich mir selber dann beim nächsten Mal, wenn ich es nochmal mache, halt nehmen wollen, dieses ungute Gefühl. Und ob das jetzt für dich dann irgendwie nötig wäre oder nicht, ist dann. Steht dann noch auf einem anderen Blatt. Wenn du sagst, es ist völlig okay, dann ist es halt so. Ja. Umbreon schreibt da, ich mag eigentlich auch und dass ihr habt ihr beide zusammen echt gut ausgespielt. Was meinst du jetzt genau, dass diesen Dracula-Ding? Oder was meint er damit, der Umbreon? Also ich fand den Story-Arc um Andrew generell, also am Anfang kam ja auch ganz viel so, blöder Toreador, der halt mal wieder mit der Welt nicht klarkommt oder so, Klischee. Stimmt, ja. Das Klischee kommt aber auch irgendwie aus dem Dracula-Ding, ne? Dracula kommt auch nicht klar mit dem
mit seinem Hintergrund und mit seiner Liebe. Und ich, die krasseste Szene in, also überhaupt die ganze, für mich die krasseste Szene im Story-Arc von Sam war, als Sam Andrew gesagt hat, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben will und dass sie den Klüngel verlassen will. Das war für mich die diebste, also als Spieler tatsächlich die diebste Szene. Dann hängen wir, weil gerade die Frage gekommen, ob Andrews Tod von Anfang an geplant war. Ja, war er, ja. Und hätte eigentlich, ursprünglich hatten wir geplant, dass es relativ schnell passiert, sobald wir in dieser Stadt angekommen sind. Und ich habe auch irgendwie so das eine Mal halt Andrew so aus dem Fenster geschaut, so kurz vor Sonnenaufgang, wo ich schon gedacht habe, okay, das ist jetzt dann bald der Punkt, dass Andrew einfach in Sonnenaufgang geht und dann doch nicht. Also Das war, es war eigentlich mit dem Prelude quasi danach geplant. Wir hatten noch diskutiert, ob das zwischendrin passieren soll oder wenn die anderen das mitkriegen, wo ich gesagt habe, nee, ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn die anderen das irgendwie mitbekommen. Aber es kann ja dann Gerede quasi in der kainitischen in der kainitischen Gesellschaft drüber geben, dass da einer hier und dann lernen sie Sam kennen und ach, das war ihr, Sire. Das ist dann ein bisschen anders geworden, aber Ja. Ja, und ich brauchte, also das war die eine Sache irgendwie, und die andere Sache war, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen okkulten Hintergrund für Andrew dann reingebracht hat, brauchte ich zwei Dinge. Ich brauchte eine Sache zu erklären, warum er ständig Gedächtnislücken hat. Das hatte ich mir vorher auch noch nicht überlegt. Das war einfach so. Und ich brauchte eine ganz, ganz schlüssige und eine ganz, ganz krasse Erklärung, warum er halt das hat. So, und dann war mir relativ schnell klar, der hat irgendwann mal was ganz, ganz Grausames getan, mit dem er selbst nicht klarkommt. Und sein allerbester Kumpel, der John nun mal ist, hat, ohne zu wissen, um was es genau geht, halt gehandelt und hat ihm angeboten, ich lösche jedes Mal, wenn das hochkommt, ich lösche es dir wieder raus, damit du weiterleben kannst. Das war so der Story-Arc dahinter. Und was das genau war, habe ich aber ganz lange offen gelassen. Und dann irgendwann habe ich halt, kam es dann dazu, dass Sam halt nachgeforscht hat, genau wie, und dann halt auch was brauchte irgendwie an die Hand. Und dann hat sie halt diesen Brief bekommen und dann habe ich mich ein Wochenende mal hingesetzt und habe mal gedacht, was ist so das Grausamste, was man irgendwie als Vampir irgendwie einem anderen antun kann, das dazu führt, dass der Vampir dann so abdreht, dass er das nicht mehr ertragen kann und dass er es aus dem Kopf haben will. Und Umbreon sieht da Parallelen, ja, das da habe ich an der Stelle auch gar nicht an Web gedacht oder so. Aber ja, es Parallelen sind da. Und was ist das Grausamste, was passieren könnte? So, und ja, quasi seine eigene Liebe aus Eigensucht quasi reinkarnieren. Und dann auch damit leben müssen, wie was man da angestellt hat. Quasi, ne, quasi seine. Es ist ja eine eigene Sucht, Eigensucht-Sache. Ich brauche diese tote Liebe wieder und nur für mich. So, und wie kriege ich das hin? Ich missbrauche andere Leute. Und wie kriege ich das dann weiterhin? Ja, ich missbrauche sogar das neue Wesen, was meine Liebe mal war, was aber davon nichts weiß. Und ich glaube, das ist wirklich eins der grausamsten Dinge, die man anderen Menschen so antun kann. Und von daher war das so die beste Erklärung, warum er dann auch später in den Tod gegangen ist. Er ist ja auch freiwillig mehr oder weniger in den Tod gegangen, indem er sich vor die Coterie gestellt hat. Was ja auch noch ein anderes Ding war, ne, dass die ja den Dicken und John als IT-Vampire aus der Sicht von Sam halt nicht leiden konntet. Ne? Aber die Geschehnisse, die früher passiert sind, dass Andrew und Joe halt John halt so eng miteinander waren, auch weil sie halt diese krasse Sache teilten. Ne? Das ist halt auch nie rausgekommen, muss aber auch nicht. Genauso, warum der Dicke halt bei denen rumklebt. Der Dicke ist einfach, der ist in John verliebt. Ne? Die waren eigentlich so deswegen ist er so eng bei dem Typen geblieben. Aber das ist halt auch nie irgendwie Sache gekommen, aber das ist, ja. So baut sich das so langsam miteinander auf. Ja. Süß! Ja, ein Herz für den Dicken. Ja. Ja. Sweet. Dann gab es vorhin noch
eine Frage von Eleanor, glaube ich, war das. Und zwar, war die Grenze zu Mexiko eigentlich noch in der Kuppel oder stand da schon fest, dass Plava nicht nur Vampir ist und hat Bruce mit rausgenommen? Bruce mit rausgenommen? Nee, also die Grenze zu Mexiko war noch nicht in der Kuppel. Da geht's noch ein bisschen weiter. Genau. Hat Bruce auch nicht mit rausgenommen. Nee, Er nee. hat eigentlich auch, ja, er hat Leute schon mit rein und rausgenommen, aber an der Stelle nicht mit Bruce, nee. Genau, dann die Frage von Percy hatten wir, glaube ich, schon beantwortet dann. Dann die nächste Frage, das war, glaube ich, die letzte, die jetzt auch im Chat steht, ist die von Rio Repo. War die Beziehung von Ronan und Jenny geplant im Vorfeld? Bitte. Willst du da was zu sagen, Schatz? Ich lasse dir den Vortritt, du hast länger nichts gesagt. tatsächlich nicht, nein. Das war halt, wir hatten ja nach dem Partybus überhaupt nicht damit gerechnet, nochmal die Charaktere zu spielen. Und dann hatte ich, glaube ich, als Quali mir gesagt hat, dass ich Ronan dauerhaft spielen kann, ihn dann mal gefragt, zusammen, was ist eigentlich aus dem Partybus geworden? Machen wir jetzt einen Timesprung oder was ist da? Oder man, nee, und okay, was ist denn mit den Leuten im Partybus, die ich doch könnte? Ja, Jelly ist mit dir gestrandet. Oh, cool. Und das war dann so, dass Ronan mehr oder weniger Jelly in der Stadt dann gefunden hat und die dann so, sie versucht hat, so ein bisschen in der Vampirgesellschaft zu unterrichten, was sie halt wissen muss, falls sie mal irgendwie aufgegriffen wird. Und in den Nebengeschichten, die wir gestrickt haben, hat sich das dann quasi so einfach so langsam entwickelt, eben aufgrund der Nähe, die beiden die ganze Zeit halt hatten und halt diesen Deckmantel von wegen Ron hat sie nicht verraten, damit macht er sich selber strafbar und sie ist sowieso freiwillig. Also gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen und dann haben wir das halt irgendwie, hat sich das ergeben. Wie gesagt, in den Kurzgeschichten nachzulesen. Sehr süß. Ich glaube, die erste Kurzgeschichte, da ist das so, da haben beide geflirtet. Ne? Und dann Ja. haben. Ja, die sind ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden. Die sind ja nicht in linear runtergeschrieben worden, sondern wir haben diverse Geschichten in unterschiedlichen Zeitpunkten der Zeitlinie Richtig. geschrieben. Ich glaube, die allererste war tatsächlich kurz nachdem Ronan dann sich als Spielercharakter etabliert hat, weil ich glaube, Rerion hat mich angeschrieben, sag mal, hängen wir beide eigentlich zusammen rum, weil wir beide den Partybus überlebt haben? Und ich so, ja, why not? Und so ist das zusammen, entstanden und dann gab es halt, ja, was ist eigentlich davor geschehen? Also bevor jetzt quasi ich in dieses Spiel eingestiegen bin und daraus ergab sich dann wieder eine Geschichte und ja, so ist das dann gekommen. Ja. Aber ja, und aus dem ersten, so wie gesagt, so ein bisschen Shakern, das ist halt auch nichts bei eigentlich, aber da ist halt eine Vertrauensbasis gewachsen. Plus eben, das ist ja auch ein Faktor, dass die beide kein Blutsband untereinander binden können, was das Ganze halt auf ein echtes Level halt gehoben hat. Also nicht auf dieses künstliche, wie das er ein Blutsband sonst erzwingt. Und ja, das hatte da einfach einen besonderen Faktor dann auf einmal gehabt. Ich glaube, beide waren für den jeweils anderen am Anfang ein relativ interessantes Forschungsobjekt, weil Jelly halt das erste Mal seit ihrer Erschaffung die Möglichkeit hatte, ungeniert Fragen zu stellen, weil ihre Erschafferin, diese Supermutter, hat sie ja quasi von den Toten zurückgeholt, ihren Rucksack in die Hand gedrückt und gesagt, lauf und rede mit niemandem. Das war's. Und Ronan hatte bis dato, glaube ich, überhaupt keinen Kontakt zu Dünnblütern und der war einfach nur total fasziniert, was Jelly einfach alles verdauen und verarbeiten kann. Von Glasscherben über giftige Ja, Substanzen, über was auch immer. die einzigen Dünnblüter, die Ron gesehen hat, die waren in einem kleinen Reagenzglas in der Tremere-Chantry, wo er war. Ja. Also deren sterbliche Überreste. So. Genau.
Ja, und für Jelly war es halt so ein bisschen convenient. Sie hat sich halt gedacht, so nach dem Motto, ich muss den unbedingt nah bei mir halten, weil er ist meine beste Überlebenskante. Jelly ist und war immer ein Überlebenscharakter. Sie war sehr lange Zeit auf der Straße, hat dementsprechend halt das Friss oder Stirb ganz hart gelernt. Und das waren am Anfang ganz einfach ihre Instinkte, die da geschaltet haben. Sobald es im Partybus rund ging, hat sie sich quasi an den Stärksten gehalten. Und das waren damals die Vampire, die sie halt nicht umgebracht haben, sondern wir sind halt dann zusammen da raus. Und danach war es halt, ja, der erste Vertrauensbund war geknüpft. Wir sind zusammen hier gestrandet. Wir kommen ja auch nicht mehr weg. Ja. Ich kann mich auch noch dran erinnern, als ich so ein bisschen nachgefragt habe, so, weil, was eure Pläne so sind, irgendwie, dass auch der Rerion hatte halt noch ein bisschen versucht, so seinen Charakter so ein bisschen mit Fleisch zu unterfüttern. So, und da kam ihm diese Beziehung zu Jelly halt auch ein bisschen entgegen, weil die Rerion wollte seinen Charakter halt auch so menschlich verwoben halt halten. Und ich weiß noch, dass Rerion dann mir schrieb, irgendwie, dass er diesen menschlichen Aspekt, den Jelly ja bieten kann, weil sie Dünnblut ist, halt so als Vampir halt auch extrem anziehend findet. So, und das Konzept dahinter fand ich halt auch total reizvoll, das irgendwie ins Spiel halt einzubringen. Ne? Irgendwie, dass da nicht nur eine Liebe, also eine Vampirliebe ist, sondern dass da halt auch noch irgendwie dass das Tier in Vampir halt auch noch eine Intention hat. Dieser Findet-Nemo-Effekt, so Fische genau. Sind Freunde, kein Futter. Ja, ja. Ich meine, das klingt in den Kurzgeschichten ja auch an, ne, dass er da irgendwie auch Interesse hat, auch an dem Blut von Jelly und so, ne? Und ja. Und ich fand, ja, du kannst als Vampir deinen Instinkt nicht unterdrücken, das funktioniert nicht. Ne? Also du kannst menschlich sein, wie du willst, der Instinkt ist halt mindestens genauso stark. Und Dünnblüter, also gerade so wie Jelly halt sich präsentiert hat, was halt, dass sie normal menschlich zu sein scheint, irgendwie, weil sie kann tagsüber rumlaufen, sie kann verdammt nochmal in der Sonne rumlaufen, hat aber trotzdem einen Blutdurst. Und Herzschlag und Körperwärme. Herzschlag und Körperwärme, sie ist quasi... Also sie erscheint in gewisser Weise als eine neue Spezies, als eine quasi Weiterentwicklung des Vampirseins oder eine neue Art, eine Kreuzung zwischen Vampir und Mensch. Und das alleine ist schon faszinierend genug. Und irgendwo hat ja Ronan diesen Detektivcharakter nicht ohne Grund. Der will den Dingen auf den Grund gehen. Und da spielt natürlich das eine in das andere rein. Plus, ja. Dass er halt natürlich einsam war von seiner menschlichen Seite aus. Bei Jelly war es halt quasi genauso. Sie selbst hat ja selber keine Ahnung, was sie eigentlich ist. Jelly ist ja selber dabei, herauszufinden, was genau es eigentlich bedeutet, ein Dünnblut zu sein. Also bis auf den Aspekt, dass sich halt alles töten will, sobald es herausgefunden hat, was du bist. Ja, da hat sie über die Kampagne halt große Schritte gemacht, herauszufinden, was das eigentlich bedeutet, zu sein, was sie eigentlich ist. Ja, nicht zuletzt auch mit Hilfe des Klüngels. Die haben da ganz groß mitgeholfen. Ja, spannend. Auf jeden Fall wert, da vielleicht auch nochmal drauf irgendwie zurückzukommen. Also es ist, die Runde ist zwar abgeschlossen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Kopf gehen da trotzdem noch die Geschichten weiter irgendwie. Ja. Mhm. Dann die nächste Frage wäre, glaube ich, wieder von Sierra. Die hat gefragt, haben Vampire in der Zeit des Spiels die Stadt verlassen? Da muss ich jetzt mal überlegen. Also was meinst du mit in der Zeit des Spiels? Also auf jeden Fall die Stadt verlassen hat Andrew durch die Barriere. Malcolm hat die Stadt durch die Barriere einmal verlassen. Ich glaube aber, während wir in der Stadt waren, genau, hat keiner der Kainiten die Stadt verlassen. Ich glaube auch nicht, nee. Ich glaube nicht, nee. Und hier, Jellys Erschafferin hat die Stadt auch verlassen? Ja. Aber sonst, nee.
Sonst hat keiner die Stadt verlassen. Genau. Ich denke mal auch, dass das gemeint war, also während unserer Zeit in der Stadt. Genau, dann die nächste Frage war von, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Vengil? Ich kann das leider nicht aussprechen. Was ist mit Diego passiert, nachdem er Anna befreit hat? Hat ihn die Inquisition weiter erforscht oder getötet? Diego ist am Sonnenlicht gestorben. Genau, ich meine mich nämlich auch daran zu erinnern, dass er quasi auch draußen stand, als die Sonne aufging. Ja, er hat die Inquisitionsleute ja aufgehalten und hat dann ging die Sonne auf und ja, was bei Vampiren in der Sonne passiert, wisst ihr ja. Das war aber nicht Diego, Diego war der Toreador. Ja, ich glaube, er meint Joao. Joao, genau. Ja. Was mit Diego passiert ist, habt ihr ja gesehen, irgendwie, dass der ist getötet worden von unserer Prinzigkeit. Also von eigentlich von Aisea diableriert worden. Er wurde zum Frühstück, genau. Ja, und sein Verbrechen war halt öffentlich zu Menschen zu sagen, dass er Vampir ist. Dann eine Frage von Percy Kane. Hätte sich Bruce mit den Huntern dauerhaft zusammengetan, wenn die Hunter überlebt hätten? Ja, sehr wahrscheinlich. Also ich muss sagen, ich glaube, das war wirklich eine der ersten Folgen, wo ich richtig gezittert habe vorher, weil ich konnte die, also ich habe ja die Folgen geguckt, bis, glaube ich, das waren fünf Folgen, bis zu der, wo ich halt, ne, ich habe es ja alles mitverfolgt und ich wusste nicht, wie die darauf reagieren, weil die hatten ja bestimmt das Bild von Anna und das kannte Bruce ja auch und das ist ja absolut furchtbar und grausam und dann ich glaube, die wussten aber nicht, dass ich das Kind von ihr bin. Ich glaube, die wussten nur, dass ich irgendwie mit der zusammenhänge, weil wir zusammen wohnen. Und ich wusste halt nicht, wie die darauf reagieren würden, wenn die halt dieses Kind von der treffen oder halt irgendwie den Lebenspartner, wie auch immer. Aber die war ja dann halt alle so nett und so freundlich und die wusste ja auch nicht, was da abgeht und du bist ja nun mal auch halt so ein naiver, ja, Gutmensch gewesen, also wären die nicht gestorben, das hätte der auf jeden Fall gemacht. Das wäre ihm auch egal gewesen, wenn ihm irgendwer gesagt hätte, Hunter sind aber böse, dann Vampire sind ja auch immer böse. Dann hat man so einen Ronin, weil ich kenne ja einen Ronin, ich weiß dann so, nee, stimmt auch eigentlich nicht. Also, ne? Das Ende vom Hunter-Stream hängt mir auch immer noch nach, irgendwie, das ist ganz, ganz mies gelaufen. Also da kamen ganz viele schlimme Sachen zusammen, schlimme Entscheidungen meinerseits und also der Ausgangspunkt war, es war von vornherein klar, dass der Pölle Malcolm quasi spielt, nur in Verkleidung. Und die Gruppe hat relativ früh ihn fast enttarnt. Hat er aber dann durch einen Kniff irgendwie noch hingebogen. Es wäre auch interessant gewesen zu sehen, wie das dann weitergeht. Also das hätte ich auch zugelassen, wenn sie sich halt, wenn sie da weiter geforscht hätten. Aber es war auch klar, dass das ein Few-Shot nur ist und dass er sie relativ schnell dann aus der Welt schaffen muss. Und eigentlich war so ein Showdown halt auch wirklich geplant, Bruce und Anna gegen die Hunter und so, und wo Malcolm dann quasi seinen eigenen Kumpanen als Hunter in den Rücken fällt und die Sache halt dreht zugunsten der Vampire. Nun war es aber so, dass irgendwie an dem Tag, wo diese finale Folge stattfinden sollte, wir relativ viel Zeit verplempert hatten noch im Spiel. So, und dann ging es so gegen Ende und eigentlich war klar, wir wollten, das sollte die letzte Folge sein. So, und an einer der Spielerin von, ich weiß nicht mehr, wie der Charakter hieß, The Impossible Girl. Clara. Clara, genau. Der ging es nicht gut an dem Tag. Die war halt, hatte Migräne oder irgendwas, ne? Und der ging es halt richtig schlecht und die schrieb halt irgendwie zwischendurch, wir können auf keinen Fall großartig überziehen heute und so. Und dann war ich halt unter Zeitdruck als SL und ich hätte am besten hätte ich sagen sollen, wir machen einen Cut und wir machen noch eine Folge extra und hätte das dann nochmal richtig irgendwie ausstaffieren können und nochmal richtig vorbereiten können. Und stattdessen habe ich aber mich an diesem wir müssen heute fertig werden festgehalten und habe dann irgendwie in der Szene halt mit dem Pölle immer hin und her geschrieben und der Pölle sagte dann, wie soll ich das denn jetzt machen? Das ist irgendwie noch nicht richtig passend. Nicht so, ja, mach einfach, wie du denkst. Und dann hat er es halt einfach irgendwie gemacht. Das wirkte dann sehr, 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 sehr plump und sehr überrumpelnd und so. Und das war auch für die Spieler, glaube ich, nicht schön an der Stelle. Und ich würde es auch keinem Spielleiter irgendwie empfehlen, das so zu machen.
Und da kamen halt diese verschiedenen Sachen zusammen. Und im Endeffekt hätte ich am besten gesagt, Cut, vor der Konfrontationsszene Cut, so, und dann verhandeln wir nochmal, dass wir noch einen Termin finden und das nochmal weiterspielen können. Also das wäre es, glaube ich, gewesen. Aber bin ich in dem Moment nicht drauf gekommen. Ja. Ja. Dann wieder eine Frage von Sierra. Wie nah war Jelly dran, übers Messer zu springen, als sie sagte, hallo, ich bin Jelly und ich bin ein Dünnblut? Ich weiß gar nicht, welche Szene das jetzt genau war. War das die, wo wir irgendwie von dem, nicht Theater, von der Modenshow kamen? Und mit der Sayer? Nee, das war später. Das war danach, glaube ich, als wir sie dann aufgesucht haben. Das war beim konspirativen Treffen, glaube ich. Mhm. Wo wir mit Angela auch am Tisch saßen. Ja, genau. Das war mit Anna. Mhm, genau. Wo Malcolm verdunkelt in der Ecke stand. Das war ja dann, weil... Nach dem Elysium, ne? Genau, ja, genau. Okay, ich erinnere mich. War so vorher die Frage gewesen, ja, wie offen soll ich denn sein? Und da hat Ron gesagt, naja, überleg dir was. Hey, ich bin Jelly, ich bin ein Dünnblut. Nicht so offen! Ja, das war dann so... Ich glaube, deine genauen Worte waren halt so nach dem Motto, irgendwas hattest du gesagt, so nach dem Motto, ja, wir sind schon offen hier. Ne? Und dann war bei Jelly halt so nach dem Motto, ja gut, dann ist das wohl safe, ne? Ich vertraue dir. Ja. Aber das war ja auch schon der Kreis, wo ich mir relativ sicher war, dass nichts passieren würde. Also bei Anna warst du dir sicher? Anna ist ein unberechenbarer Faktor, der in alle Richtungen eskalieren kann. Denke mal, es war ganz gut, dass ich noch dabei war. Oder, ja, das auf also, jeden Fall. Dass Bruce noch dabei war. Also Bruce kann damit ja nichts anfangen. Ich war ja quasi, was so Wissen über die Vampirgesellschaft angeht, ich als Spieler wusste nichts, mein Charakter wusste nichts, deswegen habe ich den auch so gestrickt. Deswegen war das so, ja, okay, ist das irgendein anderer Clan? Und dann, als alle so reagiert haben, dann wusste ich, okay, das war vielleicht nicht so eine kluge Idee. Aber ich denke mal, Anna ist ja generell so eine Sache, ist auch so ein Ding, die hatte ganz klare, also das ist ein Vampir mit ganz klaren Prinzipien. Die hat nie gemordet, wenn das Gegenüber, also die hatte so einen Ehrenkodex, ne? Und in der Szene, wo sie halt die Bar ausgelöscht hat und alle kaputt die hatten sie vorher halt begrapscht und angegraben. Und bedrängt. So. Deswegen hat sie alle umgebracht. Also das ist natürlich total überzogen, ne? Aber das ist halt so, wenn du mir was willst, mach ich dich kaputt. So und so war Anna halt drauf, ne? Ansonsten war die eigentlich ganz nett. Wenn man zu ihr nett ist, ist sie auch so. Das Problem ist, einem selber war nicht immer ganz klar, wann man denn was von Anna wollte. Ja, das ist aber Anna auch schön halt gewesen, entweder ja. Entweder so on oder off. Und das war so ein bisschen heiße Kartoffel. Aber das war ja auch so intendiert. Man muss ja auch nicht immer alles irgendwie auf ein Serviertablett machen. Das muss ja auch irgendwie. Deswegen fand ich das auch so gut, wie dass das Bruce das so unter den Teppich gekehrt hat, dieses Massaker einfach so. Ja, ist nicht passiert. Nein. Ich will es nicht wissen. Nee, ich habe das ja nicht. Ich habe das nicht unter. Also ich meine auch, das hatte ich mal gesagt. Ich habe das ja rausgefunden, oder sie hat es ja erzählt. Und ich glaube, da war aber mal so ein kurzer Zeitsprung. Das war wirklich so eine Woche, dass man den gar nicht mehr gesehen hat, weil er das erstmal verarbeiten musste, dass seine Liebe ja auch, und zu der er auch anfangs wahrscheinlich ein Bootsband hatte, ein sehr intensives, dass die halt da irgendwie, ich glaube, ein Dutzend Menschen einfach, also was heißt einfach, massakriert hat mit so einem Satz, ja, die haben es verdient. So, die haben es verdient, ist ja so, der aus deiner Sicht. So, also ich kann, naja, Bruce kann ja, natürlich aus ihrer Sicht. Aus welcher Sicht denn sonst? Ja, klar, aber also für den ja noch sehr menschlichen Typ war das so, what? Und ich habe auch die Aufnahmen nie gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die je gesehen habe. Oder ob Bruce die gesehen hat. Ich erinnere mich da gar nicht so dran. Doch, du hast sie gesehen. Ja, die ganze Gruppe hat sie nämlich gesehen. Ganz am Anfang, wo ihr sie noch gesucht habt. Das war nämlich eine Spur zu ihr. Ah, okay. Ja, genau. Also, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Der hat das dann halt nach einer Woche wahrscheinlich intensiven Kummerschiebens dann auch irgendwie dann versucht halt unter den Teppich zu erkennen, damit er halt weiterleben kann, weil dieser Blutsbund und alle Nachteile, kann ich ja mal sagen, vom Charakterbau her, alle Nachteile, die ich hatte, gingen darum, dass ich super leicht Blut zu binden bin und dass dieser Blutsbund sehr intensiv ist. Und, ne, so,
Es war dann so, irgendwie musste halt dieser menschliche Charakter irgendwie damit klarkommen, dass seine Freundin Dutzend Menschen auf dem Gewissen hat. Und ist das dann so, fand ich das aber auch so schön, als dann Ronan IT erzählt hat, was so ein Blutsband eigentlich ist und dass das so Gefühle und Liebe erzwingt. Und, und selbst so, das hat er ignoriert. Wo dann, wo, und du dann, Kako, so dann IT auch so, ja, so ganz langsam so den Kopf gedreht hat und Anna, weiß doch jeder. So. Ja. So. Bin ich an der Wespennest gestoßen. Ja. So. Ronan, der Erklärbär, das war auch schön. Ja. Ich fand auch die Liebesgeschichte zwischen Anna und Bruce fand ich halt auch sehr schön. Also auf ne, dieser freiheitsliebenden Basis. Ja. Ja, und sie hat es zu tollem Cat-Content geführt, IT. Ist immer schön. Dass ich mal Cat-Content machen muss, ne? Ja, das war auch erzwungen, weil es war ja obvious, also Boogie, also mein Kater war halt einer meiner Touchstones. Das fand ich auch, ist eine super schöne Sache in Form 5, dass man noch diese Touchstones hat. Und die habe ich, glaube ich, direkt in meinem Preload, habe ich die alle angespielt. Und das kann ich jetzt sagen, wie jetzt war offensichtlich, das war die Katze, das war Boogie, das war die alte Lady Knutzen. Und das kam nicht so krass raus, weil ich das so nie ergeben habe, das war der Barmann. Das war Karl. Dazu ist halt nie so viel gekommen, ich habe halt nur gut mit dem interagiert, aber das war halt so. Also es musste kein Content kommen, weil ich hatte doch irgendwie Lust drauf. Also ich bin eigentlich immer ein Hundemensch, das sage ich, glaube ich, viel, aber das mit der Katze fand ich toll. Ja, das hat doch in dem Hunter-Stream halt auch zu einer schönen Szene geführt irgendwie, weil du hattest halt alle deine Touchstones und die Leute, die dich total gut mögen und ne, hattest du halt genau in dieser Kneipe und dann gehen sie da rein und ja, ich bin ein guter Freund von denen. Ja, genau. Bester Undercover-Einsatz ever. Das war so gut. Ich muss sagen, mein Highlight war aber dann doch, dass sie sich dann dafür entschuldigt haben, dass sie meine Bude auseinandergenommen haben, weil das war ja auch so die Sache, dass sie mir dann noch das Hemd und die Katzenfutter reingestellt haben, das fand ich sehr süß. Ja. Nee, Henry war kein Touchstone, der ist auch später erst dazugekommen, der Henry, der kam, glaube ich, von mir auch, irgendwie, als du dann irgendwie mal deine Nachbarschaft ergründen wolltest. Ja. Ich glaube, du hattest den halt im Preview auch erwähnt, dass er halt irgendwie gegenüber so ein Prepper halt wohnt. Genau, und ich den halt kenne, weil der halt direkt gegenüber von mir wohnt, so, also irgendwie schräg im Haus weiter. Also der kam aber nicht aus deiner Feder, ne? Der kam nicht aus meiner Feder. Das war in diesem Preview, wo ich, weil ich ein bisschen überfordert war mit dem Charakter und dem Hintergrund bauen, haben wir, glaube ich, zusammen gesagt, ach komm, also ich glaube, du hattest gesagt, du hast eine Idee und dann haben wir einfach losgespielt. Und dann, ich glaube, 4 oder 4,5 Stunden später war das Preview fertig. Also ähnlich war es ja bei Feramin auch. Also bei Feramin hatten wir ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, aber eigentlich war es ja auch so gedacht, dass wir eigentlich nur zusammen irgendwie einen Text schreiben, ne? Wie ich das mit Lilio gemacht hatte. Ihr wolltet zusammen einen Text schreiben und dann auf einmal ist die Ankündigung aufgepoppt hier von wegen, wir streamen nachher. Also dieses, was? Ihr wollt doch nur schreiben, okay, sie spielen es jetzt direkt. Ja. Genau. Ja. Die Preludes lohnen sich nochmal zu gucken, ja, genau. Also ich bin noch besonders stolz auf das Prelude, was ich mit Feramin gespielt habe. Das ist wirklich eine sehr, sehr, also meiner Meinung nach auch eine meiner besten Runden, so, also, weil es ja in Sicherheit auch abgeschlossen da. Und, das ist so ein übler Psychothriller, genau, den ihr da fabriziert habt, der, also. Ja, das von Kako, das Prelude war halt auch gut, aber auf einer anderen Ebene, ne? Irgendwie das ist. Ich habe den Fuck-Counter ans Unermessliche getrieben an dem Abend. ich weiß noch, das kam auch sehr oft in den Kommentaren um. Das fand ich auch sehr lustig, ja. Weil es kam mir einfach in den Sinn, dass der so reagiert. Dass der einfach. Du weißt, dass die ganze Reihe von Spielerseite mit einem Oh Fuck gestartet ist. Ja, ne? Ja, genau. Nur quasi dann, dass es sich einschleift. Ja. Und da blieb mir ja nichts anderes übrig, als dann dafür zu sorgen, dass der Chat den ihren Counter ausruft. Ja. Ja. Der war auch immer sehr gut. Genau, jetzt haben wir ein bisschen. Genau, von Rio Repo, um jetzt weiterzumachen. Die nächste Frage: Was genau ist eigentlich Angela widerfahren? Ja, Angela ist gekascht worden von den. Von Christopher Black quasi. Also im Endeffekt, zu der Zeitpunkt, wo sie verschwunden ist, war das noch nicht klar, dass es Christopher Black ist. Aber ja.
der ist ja dafür zuständig gewesen, halt dieses Bistral Brew herzustellen. Und das haben sie mit Angelas Blut gemacht. Und ja, sie quasi gefoltert, gequält, gebrochen und in malkavianischer Art durch den Reißwolf gedreht, mental. Und ja. Genau. Dann, ne? Ja, Bestial Brew, ja. Umbrun freut sich. Ich glaube, die letzte Frage, die ich jetzt noch im Chat hatte, war, was macht Scarlet inzwischen? Scarlet hängt mit Pnava ab. Wo auch immer Pnava gerade rumhängt. Also Pnava hatte ja irgendwie hatte eigentlich immer schon eine vampirische Gehilfin, irgendwie Victoria eigentlich zuerst, bis die ein bisschen zu interessiert wurde und zu mächtig. Da hat er gesagt, Gomus, nee, jetzt nicht mehr. Und nicht Victoria, Veronica. So. Und genau, quasi die ist jetzt ersetzt worden durch Scarlet. Also Scarlet lernt von ihm und er hat jemanden, mit dem er herumschäkern kann. Wenn das Bruce schon nicht sein will. Ja, und er sucht jetzt weiter mit ihr zusammen nach Gruselgeschichten, ja. Wie wir aus dem Kommentar von Dollard Power gelernt haben. Der hat nämlich die allerletzte Szene heute in den Kommentaren nochmal geschrieben. Ja. Ja, ich glaube, das war's dann soweit, was die Frage angeht. Also ich habe, glaube ich, keine mehr. Mhm. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann raus damit. Jetzt oder nie. Auch genau, die ÖPNV-Sachen mit der zweiten Inquisition. Da weiß ich auch noch, ich war ganz baff, als wir auf einmal diese Busszene ausgespielt haben. Ich so, okay. Ja, das war auch nachher für mich furchtbar. Das war auch für mich irgendwie, da war es noch nicht klar, in welche Richtung der Stream weitergeht, ne? Also in welche Richtung ihr weiter handeln wollt. Und dann gab es halt irgendwie ganz viele Hooks, die ihr dann auch nicht weiter verfolgt habt. Die Tussi, die dich da irgendwie überprüft hat und mit dir kommuniziert hat, die war von der zweiten Inquisition, aber die wusste nicht, dass sie von der zweiten Inquisition war, ne? Die ist, ne, also die, da wollte ich mal schauen, also wenn ihr da weiter in die Richtung gegangen wärt, dann hätte man irgendwie herausgefunden, wie die zweite Inquisition arbeitet ein bisschen, irgendwie die, klar, die haben einmal diese Hunter, die ja irgendwie auch eingeweiht sind und die wissen, dass man Monster jagt, aber die nutzen halt auch ganz normal Menschen, die halt ganz normal ihrer Arbeit nachgehen und sammeln Daten an Stellen und werten diese Daten dann einfach aus. Und dann, ne? Ich meine, er hätte dann auch gegen solche Leute vorgehen können und dann wäre es halt irgendwann, war in meinem Kopf dann so der Gewissenskonflikt des Vampirs halt, wenn ihr dann rausfindet, die haben eigentlich, wissen die nicht, was sie tun. So, und wir dann halt weiter gegen, ob er dann weiter gegen solche Leute vorgeht oder wie er unterbindet, dass die halt über euch Daten sammeln. Aber da seid ihr nie weiter drauf eingegangen. Es kam noch eine Frage an von Sierra, die ich sehr, sehr gut finde. Welche Fähigkeit hatten die Charaktere, die sie nie genutzt haben? Also so Disziplin, Specialties, Vor- und Nachteil und so. Na dann los. Ich kann anfangen, weil da habe ich einige. Ich glaube, ich habe meine Fähigkeiten echt wenig benutzt, weil wofür auch? Also ich glaube, ich habe teilweise einfach dieses Clown ausfahren, habe ich nur benutzt, um mal irgendwie so einer Szene so ein bisschen was zu geben. Ich glaube, wir haben auch vorher echt nicht viel gekämpft. Ansonsten hatte ich, glaube ich, die nutzlose Spezialisierung. Ich hatte, ich weiß nicht genau, wie die Fertigkeit heißt, ich hatte eine Spezialisierung für Rinder, weil mein Charakter war ja Biologe, hat ja Biologie studiert. Ich hatte Vorteil, ich glaube, das war Biologie Rinder. Habe ich nie benutzt. Wofür auch? Es war absolut unnötig. Aber ich fand halt passend zum Charakter, es war sehr lustig. Ansonsten, ich glaube, die Hälfte meiner Disziplin habe ich nie benutzt. Ich glaube, ich habe das Federfall nur einmal oder, glaube ich, sogar genau nur einmal benutzt. Ja, und Du hast Sense the Beast, hast du sehr oft benutzt. Genau, genau. Das habe ich sehr oft benutzt, aber sowas wie, dass ich mit der Erde verschmelzen kann, dass ich diesen Federfall habe, das habe ich nie benutzt. Never. Ja, und Vor- und Nachteile? Ich habe den Vorteil, dass ich Essen und Trinken kann, sehr genossen. Der ist super. Wenn man in der V5 ja, kann das ja quasi jeder. Also klar, ne, an
Du umgehst halt mit dem Vorteil den Rouse-Test, aber ja. Genau. Ja, genau. Und das war so, glaube ich, das war bei mir, also ich habe halt sehr viel nicht genutzt, dafür ein paar Sachen halt sehr exzessiv, weil das halt auch mal passend war irgendwie. Genau. Das war bei mir soweit. Bei mir habe ich bei den Vor- und Nachteilen sind ein paar Sachen ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil ich hatte noch den Vorteil Feeding Bloodhound, dass man eben die Resonance von dem Blut vorher riechen kann, nachdem wir dieses Resonance-System dann gar nicht benutzt haben, weil das halt nochmal also es ist eine total coole Idee irgendwo. Es ist halt buchhalterisch, du müsstest dann theoretisch, also Resonance ist eben so ein bisschen die Gemütsverfassung, in die der Person ist, von der du gerade trinkst, die überträgt sich auch irgendwie auf dich. Was ja eigentlich total logisch ist. Also wenn du es dir so überlegst, wenn du jetzt von jemandem trinkst, der gerade saumäßig wütend ist, dass du danach vielleicht auch irgendwie ein bisschen hier einen raueren Ton drauf hast. Irgendwie ist das logisch, wenn man eben im Kopf behält, dass eben Blut dann nicht nur die Körperflüssigkeit ist, sondern auch irgendwo so die Essenz, Seele irgendwie noch was mit drin schwingt. Das ist halt dadurch komplett unter den Tisch gefallen. Ich hatte noch Fame geholt, oder den habe ich, glaube ich, über den Feeding-Type auch, über die Scene Queen bekommen, was halt so ein bisschen, das war jetzt einfach ein bisschen schwierig, durch das, dass Sam ja aus dieser Umgebung, wo sie vorher war, rausgerissen worden ist. Das wäre da war sie ja in dem Prelude, in diesem Club, und da kannten sie ja auch viele Leute, und das wäre in der Umgebung einfacher gewesen auszuspielen. Ebenso der Nachteil mit dem Disliked, dass es eine Gruppe gibt, die dich nicht leiden kann, und dass du dann gegen die Nachteile hast. Das hätte irgendwie mehr Sinn gemacht, wäre sie in dem Umfeld geblieben. So in der Stadt waren wir jetzt ja de facto, wir sind Ende Oktober angekommen und geendet haben wir jetzt Mitte März, also wir waren gar nicht wirklich lange in dieser Stadt. Das hätte jetzt durch den Club, hätte man das, finde ich, im weiteren Verlauf aufbauen können, hätten wir noch weitergemacht. So von wegen, ja, die ist die Clubbesitzerin von dem Club, von daher hat sie einen gewissen Status und Leute kennen sie, so haben wir, das ist so eine kleine Celebrity. Und dann gibt es natürlich, ist völlig logisch, Ronan hat ja diesen anderen Club da, diese Drogenhölle aufgetrieben, dass die dann zum Beispiel vielleicht ein Problem mit Sam haben und dass sie mit Leuten, die dahin gehören, dass sie da einfach Abzüge bekommen. Also das hätte jetzt im weiteren Spiel noch irgendwie Sinn gemacht. Der Stalker, der kam ja relativ prominent. Was noch weggefallen ist, ist ein folkloric Block auf weiße Tiere. Deshalb hatte ich auch immer gefragt, sag mal, welche Farbe hat ein Boogie eigentlich? Weil wäre das jetzt eine weiße Katze gewesen, wäre das für Sam echt ein Problem gewesen, wenn Bruce Boogie im Rucksack hat. Dann hätte ich nämlich hier irgendwie Willpower ausgeben müssen, um überhaupt noch was tun zu können. Sonst wäre ich von diesem Tier einfach, also das wäre echt fies geworden. Und an Disziplin, was ich nicht benutzt habe, was ich ziemlich zum Schluss dann geholt habe, war eben dieses Summon. Also ich hätte jede Person, Mensch oder Kainit, rufen können, wenn ich vorher entweder dieses eine von meinen Fähigkeiten auf ihn angewandt hätte oder der Blut von mir getrunken hat. Also das wäre, und ich hatte im Club, hatten wir auch gesagt, hatte ich bei diesen ganzen Angestellten auch eine Herde, weil ich den das nämlich auch irgendwo hatte, wo gesagt haben, okay, die und die sind quasi meine Herde, weil es ja auch irgendwie Sinn macht. Und wie gesagt, wir wollten halt da eigentlich in Zukunft auch noch ein bisschen mehr Interaktion mit Menschen einfach haben, weil eben, ja, Toreador, Sam da schon halt Sachen auch hat mit Menschen. Und Koali hat dann irgendwie so dieses coole Bild im Kopf, dass wenn jemand Sam blöd kommt, dass sie eben quasi ihre Leute ruft. Was jetzt ja halt leider nicht mehr dazu kam. Ja. Ich meine, das haben wir auch angefangen zu spielen, irgendwie, dass da quasi einer ist, mit dem du immer tanzt und so, und der halt auch eine Gefühle für Sam entwickelt und so, aber ja, hat dann auch zur Geschichte halt dann auch nicht mehr weiter irgendwie was beigetragen. Ja, und ich finde tatsächlich diese Szenerie halt für Toreador halt total interessant, die nicht, keine Ahnung, Gangrel kommt oder ein Bucher kommt rein und will dem Toreador irgendwas und der schnippt einmal mit dem Finger und es gehen einfach 10 Leute, die sich einfach einfach nur um den Toreador oder die Toreador herum bewegen, und das heißt, der Angreifer muss erstmal durch diese Leute durch. Also wenn er die Maskerade wahren möchte nicht, in der Camarilla-Stadt, ist das. Genau. Ja. Mir egal. Bei mir dauert es, glaube ich, länger.
so viel nicht benutzt. Ja, also vor allem im Stream habe ich tatsächlich nur CC Unseen benutzt, was meine Feeding Ability war, die ich mitbekommen habe. Ansonsten habe ich gar nichts von meinen Fähigkeiten im Stream benutzt. Es gab einmal die Szene, wo ich quasi eine Fähigkeit direkt aus dem menschlichen Blut gezogen habe, nämlich die Schnelligkeit, als die mich auf den Boden schauen tarnt haben. Aber ansonsten sind Jellys Fähigkeiten einfach genau das gewesen, was halt ja nicht ansteht. Sie hat halt nichts eingesetzt, weil man sie dadurch natürlich auch hätte erkennen können. Vor allem, weil es bei ihr halt immer noch die Beschränkung gab, sie kann immer nur eine einzige Fähigkeit aktiv haben. Weil sie halt immer so ein kleines Fläschchen mit ihrem Selbstgebrauten trinken muss, bevor sie irgendwas tut. Und sobald sie eine neue Fähigkeit einsetzen muss, beziehungsweise diese Fähigkeit nochmal aktivieren muss, muss sie wieder einen Trank trinken quasi. Was waren ihre Simlot-Fähigkeiten? Sie hatte einmal Far Reach, das war quasi Telekinese. Das war das, was Lillian später das Leben gekostet hat, weil ich damit bis zu 100 Kilo heben kann. Ist für einen Kampf relativ ungeeignet laut Regelwerk, weil das halt eine relativ langsame Fähigkeit ist. Die funktioniert halt gut, wenn ich Leute packen kann und dann halte ich sie halt fest. Oder Objekte. Dann, was weiß ich noch? Das zweite war Envelope. Das war, ich konnte einen Nebel erzeugen, der Menschen ohnmächtig gemacht hat und ihnen quasi das Gedächtnis geraubt hat und Vampire desorientiert hat und ihnen halt auch so den Sehsinn geraubt hat, damit ich mich halt verschwinden lassen kann, so nach dem Motto. Den hat Jelly vor hauptsächlich fürs Jagen und Blutsammeln genutzt. Dadurch, dass sie Blutalchemistin ist, brauchte sie einen großen Vorrat an Blut und hat halt immer, wenn sie jagen war, quasi mehr Leute angefallen, als sie eigentlich hätte gemusst, um einfach verschiedene Bluttypen zu haben, mit denen sie dann experimentieren kann. Immer in so kleinen Schnapsfläschchen, damit es halt nicht zu viel wird. Dann hat sie sich irgendwann mal eine Formel zusammengebraut, anstatt der dritten Fähigkeit. Die ist im Platz, also die habe ich nicht freigeschaltet, sondern ich habe dann mir die Formel für Unseen Passage besorgt, damit ich mich verdunkeln kann. Und das Letzte, was sie hatte, war Airborne Momentum. Dadurch hätte sie fliegen können für eine komplette Szene, auch relativ schnell, es sei denn, sie trägt jemanden, dann halt nur mit halbierter Geschwindigkeit. Das waren so die Disziplinen und von ihren Vor- und Nachteilen. Ist so ein bisschen was rausgekommen, glaube ich. Also zum einen Mortal Frailty, das bedeutet, sie heilt wie ein Mensch. Bedeutet, ich darf keinen Schaden soaken. Ich brauche normale Menschlichkeit, um zu heilen. Das haben wir in einer Szene ein bisschen aufgeweicht. Also wenn ich direkt Vampirblut bekomme, dann pusht das die Heilung, aber halt nur solange ich trinke. Ansonsten sterbe ich halt, wenn man mit einer Pistole auf mich schießt, weil... Aber man hat gesehen, wie unglaublich tödlich das System für Menschen ist. Ne? Da war ich in dem Hunter-Stream halt auch total überrascht von, wie schnell das geht. Ne? Also quasi ein Schuss mit der Pistole, bist du tot. Genau. Und das ist ja total realistisch, ne? Aber ja. Dasselbe gilt halt quasi für Jelly, weswegen sie halt vor allem darauf ausgelegt war, möglichst schnell die Biege zu machen für den Fall, dass es hässlich wird oder man sie entdeckt. Das waren so ihre ganzen Fähigkeiten und ihr Skillset war halt zu verschwinden. Was auch nicht rausgekommen ist, aber was so ein bisschen angeklungen ist, ist, glaube ich, dass Jelly hätte in Raserei verfallen können. Was auch immer das bewirkt hätte. Das ist dann so wie so ein Chihuahua mit dem langen Arm von sich weghalten, habe ich so das Gefühl. Weil sie halt, sie ist keine wirklich große Gefahr für niemanden, außer tagsüber, wenn sie es plant und viel Glück hat. Sie ist halt hart underpowered in einer vampirischen Gesellschaft. Ja, und das, was halt ansonsten halt natürlich gang und gäbe war halt Daywalker. Daywalker für Dünnblüter bedeutet, dass sie tagsüber rumlaufen können. Die wirken dann wie ein kränklicher Mensch. So ein bisschen, als hätten sie Blutarmut. Sie besitzen keinerlei vampirische Fähigkeiten. Auch keinerlei Stärkeboni oder Schnelligkeitsboni. Müssen sich auch eincremen gegen die Sonne und ähnliches, haben meistens lange Klamotten an, Hüte, starke Sonnencreme, Sonnenbrille. Weswegen es halt auch tagsüber riskant ist, für sie theoretisch einen Vampir anzugreifen, weswegen Jelly halt auch trainiert hat zum Beispiel. Und was sie halt auch hatte, war Lifelike.
Bedeutet, sie hatte einen Herzschlag, sie hat geatmet, sie konnte essen, zum großen Teil auch tatsächlich verdauen, schlafen ging. Obwohl, ich glaube, das war eine Auslegung für diese Runde so ein bisschen, weil per Regelwerk ist es normalerweise, wenn die schlafen, dann sterben sie halt quasi und liegen wie tot da und erwachen dann mit Sonnenaufgang wieder zum Leben. Aber bei ihr war es halt dann dadurch, dass sie halt wirklich so menschlich war, dass sie tatsächlich einfach geschlafen hat. Und ja, um die Frage zu beantworten, wer Jelly flockt, bringt sie um. Ich sterbe, wenn man mich flockt. Ich bin kein Vampir in dem Sinne, sondern ich gehe einfach drauf. Ja, ich muss tatsächlich sagen, es kam von Ron, glaube ich, so ziemlich alles durch. Also so vor allen Dingen die Specialities, aber ja auch dadurch, dass er halt sowohl Verbrecher war als auch eine Polizeiausbildung hat, halt das komplette Set über Schleichen, Klettern, bisschen schießen, bisschen kämpfen, aber halt vor allen Dingen diese Tatortgeschichten, was ich da in dieser einen Szene besonders gefeiert habe, wo ich den Tatort quasi als Shelley verschwunden ist, ja untersucht habe mit dem Angriff auf Angela. Das war, also da waren die Fähigkeiten durch. Dass er nicht gut zaubern kann, ist, glaube ich, auch ziemlich klar rausgekommen. Ich habe Thaumaturgie nur auf 1 gehabt, bis auf die letzte Folge. Habe auch Verdunklung 1, als ich, glaube ich, mehrfach zumindest mal kurz erwähnt habe, dieses Stillstehen und dann übersehen werden. Aber man darf halt wirklich nichts machen, außer stillstehen. Die Spezialisierungen waren jetzt auch tatsächlich nicht so relevant. Ich hatte für Straßenwissen und wie das heißt, Schwarzmarktwissen, also über den Schwarzmarkt handeln. Ich hatte Spezialisierung auf Schlösser knacken und auf Kriminalistik, was sich halt angeboten hat, und die Vor- und Nachteile kamen bis auf die letzte Folge fast nicht zum Tragen. Das war so, also weil er unter anderem halt den Beuteausschluss hat, dass er nicht von Kirchenangehörigen trinken kann und dass er tatsächlich glaubt, dass Weihwasser und Kreuze gegen ihn funktionieren und ihn halt Weihwasser umbringen kann. Und der Enemy, den haben wir halt, der kam halt nicht mehr zum Tragen. Da hatte ich gedacht, dass das halt der Polizist wäre, der halt Ronans Frau umgebracht hat. Der kam halt dann nicht zum Tragen, genauso wenig wie sein Kontakt in der Stadt, der Waffenhändler, der die Gang ständig mit Affen versorgt hat von Angela, dass das halt quasi Ronans Kontakt ist und auch ein Touchstone, was aber halt auch nie so wirklich dann ins Geschehen gerückt ist. Also so das. Und dann konnte ich nachträglich, das hatte ich dann mit Koali geklärt, halt diesen Lore-Sheet nehmen, weil sich ja alle drauf geeinigt hatten, Lore-Sheets erstmal rauszulassen. Das war, dass Ron halt Haus Kana die Zugehörigkeit bekommt, um Blutsbande zu negieren. Ja, aber sonst sein Hauptvorteil mit dem Iron Gullet, also dass er Blutkonserven und auch von Leichen trinken kann, der kann, denke ich, sehr häufig zu tragen. Also, und sorgte regelmäßig in den Kurzgeschichten für Ekel. Ich glaube, bei der, also das trifft jetzt halt auf Feder und Rerion nicht zu, aber das wäre halt auch ein Fehler, den ich als SL, glaube ich, beim nächsten Mal nicht nochmal machen würde, ist, wir haben die Charaktere gebaut, ohne dass ich als Spielleiter gewusst habe, in welche Situation ich euch bringe. Wir haben die halt in der Session 0 quasi ja zusammen mehr oder weniger alle gebaut und haben uns auch durch das Regelwerk auch erstmal gemeinsam durchfuchsen müssen. Und ich weiß noch, dass wir da auch ein bisschen so, Angela hatte irgendwie ganz, ganz viele Punkte der Gruppe zur Verfügung gestellt für einen Haven und sowas, ne? Was dann nachher irgendwie alles aber nicht auf die Situation gepasst hat, in die ich euch eigentlich gebracht hatte. Und dann mussten wir Angelas Charakter nochmal ein bisschen nochmal neu machen und so. Und wir hatten diese Coterie halt da geplant, genau, dass ich ja, aber irgendwie. Genau. Das hatte sich nicht ergeben dann, genau. Ja, das
durch das, dass wir halt quasi so frei gestartet sind und nicht schon vorab eine Gruppe irgendwie geformt hatten, sondern wirklich wir machen das, dass es auch irgendwo natürlich wirkt, war eben das mit dieser gemeinsamen Coterie ein bisschen blödsinnig. Und da muss man sich halt überlegen, ich fand das Konzept cool, ich fand es auch nicht schlimm, dass wir am Anfang nicht zusammen waren, weil ich mir die erste Folge, wo sich Angela und Isaiah da in die Gurgel gegangen sind, Kacke und ich haben da quasi virtuell Popcorn gefuttert nebenher und Ich, waren da prächtig unterhalten. Also es fand ich überhaupt nicht schlimm und ich glaube, die Zuschauer fanden es auch nicht schlimm, weil du hast es ja auch teilweise bei Serien, dass dann hast du den Fokus auf den und die nächste Szene kommt, was die machen und es muss nicht immer, oh, wir sind eine Fluffy-Gruppe. Nur wenn man das so spielt, dann macht das mit dieser gemeinsamen Coterie nicht so viel Sinn. Also entweder ja. muss man sagen, man gibt vielleicht jedem Charakter einen Teil von den Punkten noch für eigene Charaktererschaffung oder man muss die Punkte erstmal, dass man sagt, man gibt jetzt, man freest die irgendwie und gibt die dann aus, wenn sich da irgendwas gefunden hat. Aber Genau. Aber es ist ja im Endeffekt habt ihr ja gerade auch irgendwie so durch die Blume halt ja auch zu erkennen gegeben. Dadurch, dass ihr halt super viel Zeug nicht benutzt habt, zeigt ja auch schon, dass der Fokus der Runde weniger auf dem Datenblatt quasi, eurem Charakterblatt lag, als vielmehr in der Story, die ihr zu erzählen hattet, oder die eure Charaktere halt mitgebracht haben. Also bei Jelly kann man es zum Beispiel auch nochmal sagen, irgendwie, die hat er dann auch irgendwie ganz viel im Trüben nochmal rumgefischt und so, und dann hatte sie mehr Screentime bekommen, irgendwie weil irgendwer länger mal ausgefallen war, oder ich weiß gar nicht mehr genau, warum das so war. Und dann haben wir diesen Charakterhintergrund mit deiner Erschafferin und dass Jelly ihr eigenes Tier halt in sich hat und so und sowas, ne? Und wo Jelly eigentlich herkommt und so dann auch erst auspacken können, was halt bei Ersatzspielercharakteren halt sowieso immer so ein Problem ist, dass die halt sehr wenig Screentime haben. Und da war ich halt auch dankbar, dass ihr halt auch Geschichten geschrieben habt, damit ihr halt eure Ideen rauslassen konntet, ne? Generell finde ich diese Ersatzspielersache halt sehr, sehr cool. Habt ihr ja auch jetzt in den anderen Runden immer drin, einfach dadurch, dass man dann immer weiter spielen kann, auch wenn einer mal krank ist oder so. Oder die Omas 80. Feiern muss oder sowas. Ja, hat aber halt auch da die Nachteile, dass das dann manchmal die eigentliche Geschichte, die man erzählen will, sehr, sehr wenig Zeit hat, um sie dann erzählen zu können. Ne? Es sei denn, man macht halt Geschichten nebenbei, was ihr jetzt so ganz toll gemacht habt. Ne? Also, wie gesagt, ich werde das dann, keine Ahnung, vielleicht als Weihnachtsgeschenk oder so für euch alle da draußen irgendwann dann um Weihnachten rum veröffentliche ich die nochmal für alle. Und dann könnt ihr die auch nochmal nachlesen. Lohnt sich auch echt, weil habt ihr euch alle miteinander super viel Mühe gegeben und die sind auch echt schön zu lesen. Wäre schade drum, wenn die sonst einfach so verschwinden. aber wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch was. Wie gesagt, ich bin noch nicht fertig mit diesem Charakter. Ja, also es wurde eben auch schon gefragt von Sierra irgendwie Staffel 2 Fragezeichen. Also ich muss jetzt sagen, ich hab jetzt diese Runde an der Stelle abgebrochen, weil ich diesen Kopfexplosionseffekt hatte, von dem ich eben schon erzählt habe und irgendwie bei mir als Spielleiter ein bisschen die Luft raus war. So, weil ich das Gefühl hatte, die Geschichte von der Sandbox ist erzählt. Also nicht die Geschichte der Charaktere, da haben wir ja gerade schon gesagt, da gibt es noch ganz viel zu erzählen, was man machen könnte. Aber die Sandbox ist an ihre Limit gekommen. So, und ich habe die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, dass wenn man coole Runden hat und eine Staffel 2 draufsatteln möchte, einfach nur weil die Runde cool war, dass die Staffel 2 dann eher so meh wird. Also guckt euch Call of the Koala an. Die erste Staffel war mega cool. Zweite war anders, aber auch nicht mehr wirklich so mega. So. Vampire Asylum, erste Staffel, super mega cool. Zweite Staffel mehr so. Ja. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Und ich habe irgendwie so. Wenn das vorbei ist, ist es irgendwie auch vorbei. So, die besten Geschichten müssen einem einen Ende haben. Genau, das haben wir auch damals bei Klingen der Nacht halt auch gesagt, irgendwie oder uns überlegt als Gruppe. Ne, irgendwie diese Runde war dermaßen das immer noch meine beste Lieblingsrunde, abgesehen von dieser hier. Und
da war das halt ähnlich. Wir hätten halt sagen können, wir spielen jetzt noch ein weiteres Abenteuer mit den gleichen Charakteren weiter, aber dann das wäre nie wieder so cool geworden, wie es war. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt hier an dieser Stelle halt auch so. Also die Storys, die Sam und Ronan und Bruce und Jelly und die anderen haben, die geben schon noch Geschichten her. Aber so der gemeinsame Weg, das kam ja am Ende halt auch raus, ne? Irgendwie Bruce geht in die eine Richtung, ne? Sam ist auch froh, dass sie aus dieser Stadt endlich raus ist und wieder irgendwie was Neues anfangen kann und so. Das geht erstmal auseinander, man müsste dann vielleicht einen super Time-Jump machen und dann durch irgendeinen Zufall entwickeln, wie er wieder zusammentrefft. Aber da braucht man dann auch wieder eine Idee als Spielleiter für eine coole Rundum-Story, was das Ganze wieder irgendwie zusammenfügt. Und die fehlt mir. London Falling. Könnte man machen, ja, aber vielleicht ist aber dann, wenn man eine neue Vampire-Kampagne spielt, vielleicht mit den gleichen SpielerInnen auch, dass es dann auch cooler ist, wenn dann neue Charaktere dabei sind, ne? Weil jeder weiß jetzt, wie Ronan tickt und so, und jeder weiß irgendwie, wie der Charakter drauf ist und so, und vielleicht ist er in einem anderen Setting einfach auch nicht mehr so cool. Man weiß es nicht, ne? Also, ja, vielleicht gibt es aber an der einen oder anderen Stelle nochmal einen One-Shot, irgendwie, wenn da mal irgendwas ausfällt oder so, kann man da immer mal gucken, irgendwie, wenn man spontan mal Zeit hat, dass man dann Feramin, Feder, Kako oder Ririo nochmal anklingelt und sagt irgendwie, sollen wir heute mal irgendwie eine kleine Runde Vampire spielen irgendwie, und dann vielleicht ergibt sich da mal oder was, ne? Feder sagt ja auch schon, sie ist mit ihrem Charakter noch nicht durch. Kann ich auch nachvollziehen, gerade auch aus diesem, ich hatte noch zu wenig Screentime, um alles zu erzählen, Ding. Das hängt nicht unbedingt mit der Screentime zusammen. Wenn wir an jeder anderen Stelle geendet hätten, wäre ich vollkommen fein gewesen. Aber für mich ist Jelly gerade an so einem schwierigen Punkt und so einem schwierigen Knackpunkt, dass ich tatsächlich alleine nicht weiß, in welche Richtung sie sich weiterentwickelt. Deswegen ist es so ein bisschen, ich bräuchte noch so 2-3 Sessions, damit ich weiß, wo es endet. Aber jetzt gerade ist es halt so, da ist die T-Kreuzung, wähleweise. Ja. Also wenn ihr unbedingt, ich lese gerade nochmal von Elanor hier im Chat, ich würde die Geschichten gerne lesen, wenn ihr dringendst noch vor Weihnachten die Geschichten alle lesen wollt. Noch ist der Patreon offen, noch 15 Tage. Ne? Ansonsten bis Weihnachten warten. Ja, und Meister Umbrin hat nochmal gesagt, Viva Venezia war auch nicht mehr so prickelnd, ja. Das war halt die andere Sache, die ich dann am Ende dieser Session hatte, dass habe ich quasi 2 Runden zum Finish gebracht, ja, weil Viva Venezia ja auch nicht beendet wurde, und das wurmt mich schon seit Jahren, dass wir diese Runde nicht beenden konnten. Und da nochmal einen Deckel drauf zu machen, war einfach auch richtig cool. Auch mal wieder was mit Reg und mit Umbrin zusammen zu machen. Ich habe viel zu wenig, wir machen viel zu wenig mit der alten Garde nochmal. Das hat mich sehr irgendwie gefreut, dass da nochmal was kam. Ja. Weil, dass wir das nochmal was machen konnten. Norman 1980. Guten Abend, Koali. Guten Abend, Norman 1980. Was ist eine Frage an uns? Wir beantworten Fragen zu unserer Runde. Die anderen sind auch gegrüßt übrigens. Ja, also wie gesagt, vielleicht gibt's irgendwann noch mal so One- oder Two-Shots oder Few-Shots oder vielleicht auch noch mal eine ganze Runde. Man soll niemals nie sagen, aber genau. Ja. Also ich für mich hatte halt schon überlegt, dass halt für mich der Charakter halt jetzt auch, also dass die Geschichte von dem halt eigentlich erzählt ist. Man kann da halt noch Sachen machen, aber für mich war das halt auch dann durch, weil, also bei mir war halt ganz von Anfang an die Idee, dass er halt den Plan hat, da rauszukommen. Und der wird jetzt halt erstmal Flitterwochen machen, irgendwo in, was weiß ich, tiefsten Mexiko oder so, keine Ahnung. Gut, da können wir natürlich was machen im Sabbatland, aber für mich war der Charakter dann halt auch durch, weil der hatte halt so ein oberstes Ziel, der hatte jetzt so seinen Peak, in den letzten 3 Runden war das ja dann doch so, dass die Charakterentwicklung doch so nach oben geschossen ist, und für mich war der Charakter jetzt halt durch, also die Idee stand ja auch im Raum, dass wir dann noch quasi doch sagen, wir bleiben da jetzt, aber das hätte sich für mich halt auch irgendwie nicht so
nicht so organisch angefühlt, weil der hatte halt immer das Ziel, rauszukommen aus dieser Kuppel, weil er dieses Freiheitsgefühl haben wollte. Und dann dachte ich so, ja, jetzt ist die Kuppel weg, jetzt bleibe ich doch hier. War dann so, naja, eigentlich nicht. Also wir sehen uns in 2 Jahren vielleicht mal, wenn er mit Mexiko durch ist und dann kommt er wieder, aber deswegen fand ich halt auch, dass es ganz gut gepasst hat. Auch mit, auch ich fand das auch schön, dass Tobias Van Horn nach Van Horn gekommen ist. Das fand ich dann halt dann auch so sehr cool. Ja. Und eben, es hat auch dann auch so einen Abschluss gefunden. Wobei, wir hätten dann noch in die Szene einbinden müssen, dass dann irgendwie eine Single im Hintergrund läuft von wie ist nochmal Leopardins Charakter? Hector Luengo Garcia. Genau. Aber ja. Der kam vor im Partybus. Richtig. Stimmt. Ich hatte auch meine Frau gefragt, ob sie nochmal bereit wäre, Hector nochmal zu spielen. War auch sehr begeistert und wollte das eigentlich auch, aber es lässt sich halt momentan in unserer Situation nicht machen. Einer muss auf das Baby aufpassen. Also wir können momentan einfach nichts gemeinsam spielen. Das ist ein bisschen blöd. Hector, wo hast du das Baby her? Ist von einem Groupie. Wäre auch mal ein interessantes Charakterkonzept, ne? Vampir, der Vater ist oder eine Mutter. Ja. Ach ja, ich wollte mein Notizbuch zeigen. Ja, ich habe hier ein Notizbuch für alle meine Runden. Ist das so zusammengefasst? So, und ja, wo fängt denn hier G7 bei Mischka? Engel ist hier noch drin. Engel! Ja. Ja, Vampire V5 fängt's an. Also erste Seite, ich habe auch mittendrin irgendwo angefangen, Notizbuch zu führen. Irgendwelche Namen für NPCs, die ich mir auch aufschreibe. Das Zimmer, in dem Andrew abgestiegen ist. Also so Sachen, die man sich halt spontan aufschreiben muss. Ja, die Wohnung, die Isaiah hat, wo die liegt, sowas irgendwie. Genau, was habe ich hier noch? Namen von dem Harpiengehilfen, wo Sam noch kein Harpier war. Etliche Namen für die NPC Gangrel, die da rumgelaufen sind. Kontakte von Angela. Dann komme ich hier zum ersten Mal Wanze. Wanzes Charakterkonzept, die ersten Notizen dazu sind Wanze, Nossi, Infogeber. Ja. Und dann kam die Stimme und der Charakter. Nächster Eintrag für Wanze, großer Gefallen Angela. Aber Wanze gibt ja auch am Limit. Ja. Ich glaube, Wanzes Geschichte kam tatsächlich über die Stimme. Es war einfach so, er hat sich aufgeschrieben, ich brauche einen Nosferatu, und dann hat er sich überlegt, ich mache welche Stimme. Und sobald die Stimme da war, war einfach der komplette Charakter geschrieben. Also, das war so bei Wanze, es war so bei Prenava, und da ja umgehend im Chat ist, bei einem Herrn Adler war das ähnlich. Ja. Mit dieser Einprägsamkeit. Also sieht dann ungefähr, ich weiß nicht, ob man, das kann man nicht erkennen wegen dem. Nee, es ist, nee. So ungefähr sehen die Seiten aus. Ne? Also es ist nicht sehr ergiebig, wenn man in mein Notizbuch hereinschaut. Ich habe noch ein Google Doc, was ich mit dem Pölle am Anfang geführt habe, weil der Pölle war am Anfang halt so ein Co-SL, mit dem ich mir so Ideen hin und her geworfen habe. Und das habe ich aber relativ schnell aufgegeben, weil ich einfach unglaublich faul bin und nichts, also beim Aufschreiben immer so ein Problem habe. So, und dann die Frage kam ja gerade noch so, leitest du frei oder planst du eher? Das habe ich ja am Anfang schon mal erwähnt, ich leite komplett frei, meistens. Planung ist halt in einem großen Rahmen da. Meistens mache ich mir Notizen, was heißt Notizen mache ich mir nicht. Ich habe dann im Kopf, ich will heute das und das machen. Und dann schaue ich mal, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Was auch ein Grund dafür ist, warum ich mit der Sandbox jetzt am Ende so überfordert bin, weil ich mir das nicht mehr alles merken kann. Und wenn ich das aufschreiben muss, ich, wie gesagt, faul und schlecht im Aufschreiben, das wird dann so konfus, dass ich da selber nicht mehr durchblicke, und dann, wenn ich was aufschreibe, dann bin ich da drin so penibel, dass ich dann denke, ach, kacke, ich will das cooler aufschreiben und das nicht richtig hinkriege.
Von daher ist es immer sehr, sehr ernüchternd, meine Notizen oder meine Spielleiterpläne irgendwie zu kriegen. Ich leite auch sehr viel vorgefertigte Abenteuer, wo ich mir dann halt eben keine großen Gedanken machen muss. Aber in dieser Runde ist es halt so, dass ich das auch mal ausprobiert habe als Sandbox. Wie gesagt, alles komplett frei improvisiert. Ja. Da war eben noch irgendwo was ich gelesen hatte als Frage. Ja, Kuali ist Papa. Genau, ja, ich bin Papa, ja. Schon seit 9 Monaten, ja. Norman, du hingst hinterher. Norman hängt nicht so viel auf meiner Homepage herum. Daher war eine große Ankündigung. Und auch hat auch auf YouTube nicht meinen Community-Tab gelesen. Und auch nicht, folgt mir auch nicht auf Twitter. Anscheinend. Alles böse Fehler. Erwischt. Twitter, was ist das? Ja. Nee, führt aber, wie gesagt, bei uns in der Familie dazu, dass ich nicht mehr mit Leopardin zusammenspielen kann. Das ist ein großes Manko. Wir haben jetzt eine Zeit lang mal gedacht, weil der Kleine eine Phase hatte, in der er konstant immer so um 7 ins Bett gegangen ist und dann auch durchgeschlafen hat. Habe ich gedacht, so, okay, jetzt geht das wieder. Und da wir jetzt mit Phileas dann auch so gegen Ende des Abenteuers kann man Feders Ersatzcharakter auch wieder gut zu einem Ende bringen und dann wieder Leopardins Charakter wieder einbringen mit Phileason. Aber ich weiß noch nicht, ob das klappt. Momentan ist es wieder etwas chaotisch mit dem Baby. Ja, wie gesagt, wir könnten ja immer noch so ein Ei mitnehmen, ne? Kommt bald wieder, ja, irgendwann kommt das wieder. Ja, wenn ihr noch andere Fragen habt zu der Runde, noch haben wir irgendwie eine Viertelstunde oder so, hätten wir noch Zeit mitgebracht. Welcher ist dein liebster NPC? Welches ist dein Lieblingskind, ne? Nee, also ich hatte sehr viel Spaß an Penava, ich hatte sehr viel Spaß an Wanze, auch wenn der am Ende echt widerlich geworden ist. Ich hatte viel Spaß an Lady Knutzen. Ich hatte auch viel Spaß an eurer Prinzigkeit. Oh Gott, ja. Rätsel haben wir auch nicht gelöst. Genau, also ja, genau. Das könnte man auch mal. Also, das kann man ja mal auflösen auch. Genau, keiner hat danach gefragt, aber das kann man ja trotzdem mal machen. Ja. Also, sie war kein Ventru. Was heißt, keiner hat danach gefragt? Wir haben uns mehrfach die Fragen gestellt und versucht, was darüber rauszufinden. Ja, jetzt hier im Chat halt nicht, ne? Ja, ja, hier im Chat nicht. Ja, also sie war kein Ventru, sie war wie heißen die? Kaitif. Deswegen verschont von Iddo. Aber keiner wusste davon. Genau, und deswegen hat sie auch an der einen oder anderen Stelle, also sie würde gerne Ventru sein wahrscheinlich, aber sie ist halt keiner. Hat sich Aisea wahrscheinlich rangezüchtet, damit sie ihn irgendwann einfach leer saugen ja, kann. Ja, Aisea war deswegen so wichtig für sie, weil sie, Aisea war der erste Ventru, der jetzt in die Stadt gekommen ist und sie hat sich halt selber als Ventru gefühlt oder so, aber sie konnte halt auch keinen Ventru-Clan aufbauen, weil wenn sie einen Nachkommen zeugt, wird der kein Ventru. So, und das heißt, wenn ein Ventru jetzt in die Stadt kommt, ist das mega, weil der jemand ist, der Nachkommen zeugen kann und damit wieder einen Clan aufbauen kann. Deswegen hat sie Aisea auch die Diablerie erlaubt, damit er stärker wird und das Blut dicker wird und eine niedrigere Generation generieren kann. Und deswegen all die Sachen, die sie gemacht haben. Einfach nur, sie wollte den Ventru-Clan wieder aufbauen, wollte selber Ventru irgendwie sein, aber ist es nicht richtig, so, ne? Hatte auch großes Interesse daran, dass die Barriere bestehen bleibt, eben weil, wenn sie Barriere fällt, dann würden die Ventru von außen sehr schnell kommen und sie einfach platt machen, weil die wissen definitiv irgendwann, dass sie kein Ventru ist, ne? Ja. Ja.
Ich glaube, zwei Fragen waren jetzt noch. Lieblingsszenen der Spieler bzw. beste Charakterszenen und was war mit dem Salubri? Ja, Lieblingsszenen der Spieler. Jeder. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich finde das gerade auch sehr schwer, das zu beantworten. Das finde ich wirklich schwer. Da kommt mir total viel in den Sinn. Ja. Also mir kommt diese ganze Elysium-Szene halt mit dem Standoff mit Andrew in den Sinn, weil die halt einfach super kompakt war. Mir kommen, oh Gott, mir kommen diverse Auseinandersetzungen mit Isaiah in den Sinn. Bruce' Gesicht, als er herausgefunden hat, dass ich bei Lady Knutzen wohne. Ja. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, gar keine Lieblingsszene. Also keine, die sofort raussticht, gibt es für mich nicht. Habe ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe ich nicht. Ja, bei mir ist das ähnlich. Also Lieblingsszene kann ich jetzt echt nicht sagen. Also das ist halt so schwer, weil halt, also auch, aber einfach so viel so Gutes passiert ist. Also ich kann ja mal sagen, was ich halt zwischendurch auch sehr genossen habe, das war dann wirklich diese Szene, wo ich halt mal schreien durfte, wie ich halt dann mit Anna wohne. Aber die waren halt mehr so halt einfach ganz schön, weil das so ein bisschen Stimmung gegeben hat. Aber so eben sowas wie die bei den Elysien, die waren ja halt einfach krass. Gerade das erste war ja, puh. Dann war ja für mich halt auch noch die Szene mit den Huntern, die war super intensiv, weil ich auch wirklich, da habe ich gezittert hier, weil ich ja, ich glaube, das war ziemlich, habe ich mein Charakter ja knapp 2 Jahre gespielt. Und ich habe den halt wirklich da abnippeln sehen, ganz erbärmlich in Feuer. Und das war dann so, oi. Ja, halt die Endszene war jetzt auch nochmal, also ich fand die Folge, also die vor 3 Folgen, wo ich dann nach der ganzen Szene nochmal das Gespräch mit Rowan hatte, das war auch echt deep, das fand auch sehr schön. Beste Charakterszene, Romance. Ja, die Bromance, das war richtig gut. Und was ich tatsächlich auch ganz schön fand, das war bei der Geschichte, ich habe vorher noch nie so RPG in Schriftform gemacht und das, wir wollten eine Szene haben, basically, wo Jelly und Bruce sich gegenseitig ausheulen. Und dann haben wir da beschrieben, wie wir da umgehen. Das war, also, ich habe das noch nie gemacht. Das war für meinen Charakter halt super wichtig. Dass halt mal jemand hat, mit dem er reden kann. So, weil das, ne, das, dann lief alles scheiße in dem Moment. Das war auch stark, ja. Ich weiß so, wir haben immer so Textblöcke geschrieben, so, ah, das ist scheiße, ich fühle mich so scheiße. Ja, das war das, wo Jelly gemerkt hat, dass einfach alle ihre Freunde gerade so in die ganz falsche Richtung sich entwickeln und sie einfach nur mal gesagt hat, ey, hallo. Ja, genau. Rede mit mir. Also ich habe das ähnlich, ich habe unglaublich viele Einzelszenen dabei. Also ich weiß, eine Szene, die ich mir sehr häufig immer mal wieder angesehen hab, war, als Sarah im Club aufgetaucht ist und dieses Unter-Vier-Augen-Gespräch mit Ronan hatte und sie ihn dann einfach abgeknutscht hat. Und wo dann Ronan das direkt quasi so weitergegeben hat und alle so, oh, so, dieser Situations-Slapstick, der war irgendwie sehr, sehr großartig. Also ich mag ja so Situationskomik. Und ich muss tatsächlich sagen, vor allem der erste Detektiv-Sein, die ich da gemacht habe, also dieses Untersuchen des Tatorts, weil ich da auch, glaube ich, irgendwie 8 Erfolge oder so gewürfelt habe. Das war für mich irgendwie auch richtig schön, den als quasi als Mensch dann nochmal zu spielen und zu zeigen, was er gelernt hat. Ja. Ich hätte jetzt auch nichts, was ich da sagen könnte. Das war absolut der Lieblingsszene. Das erste Elysium war einfach klasse und wie gesagt, da jetzt irgendwas sagen, ja, das war die absolute Lieblingsszene, das, nee, kann ich nicht. Ja. Geht mir halt auch so. Ich habe halt ein paar Szenen, die mir super viel Spaß gemacht haben, aber so super mega herausheben, weiß nicht. Ja, das Pre-Group von Sam kann mich herausheben, aber das, ja, ist ja eine komplette Runde quasi. Noch jede Interaktion mit Malcolm dazu.
Weil Malcolm einfach so unsozial ist und Jelly total sozial und empathisch und das einfach so zwei gegensätzliche Pole sind. Und es gibt da diese eine Szene in irgendeiner Kurzgeschichte, wo sie sagt, kannst du auch lächeln? Und Malcolm halt... Das hat so wunderschön ausgesehen in meinem Kopf. Ja. Die kam mir gerade noch in den Sinn. Generell, Malcolm ist ja auch der Pölle wahnsinnig gut gemacht. Auch diesen shady Charakter zu hinterlassen, der... Da wäre mehr auch noch schön gewesen, ja. Ja. Irgendwie, wo man nicht genau weiß, was treibt den und so, ne? Und da gibt's halt auch eine schöne Kurzgeschichte, wo er mit Joe quasi im Theater, wo Joe ihm eröffnet, dass er bald sterben wird. Und so, das ist halt, hat der Pölle sehr, sehr gut gemacht. Pölle kann auch echt gut Vampire spielen, habe ich das Gefühl. Er kann generell gut spielen, aber auch, ja. Ich habe Pölle als Rollenspieler auch bei Vampire kennengelernt, also von daher. Stimmt, was Umbria nochmal gerade geschrieben hat, die Szene mit dem Spiegel, beziehungsweise wo ich Betty analysiert habe, das war auch noch ein sehr heftiger Moment. Ja. Ja. Ich fand auch sehr witzig, wo wir im Kreis standen. Ich habe mir das so vorgestellt, wir stehen im Kreis und da stehen zwei Tremé, die das eigentlich können sollten, und noch andere total belesene Leute und mein nichtswissender Charakter, sondern schiebt da mal die Box so rum. Dann offen. Ja. Das fand ich sehr witzig in dem Moment. Alle so hochintelligent und ich so, wer so? Das war richtig gut. Ja, genau. Das ist mein erster Versuch als Spielleiter, auch mal ein Rätsel einzubauen. Ja. Das Rätsel hatte ich auch sehr, sehr lange schon. Irgendwie, keine Ahnung, ganz am Anfang irgendwo schon Folge, weiß ich nicht. Und das habe ich die ganze Zeit auf dem Rechner gehabt, dann irgendwie kam es dann erst zum Einsatz, ja. Uman hatte vorhin noch gefragt, was war mit dem Salubri? Hätte der noch eine Rolle gehabt? Hätte er garantiert. Es ist einer von den vielen Sachen, die, wo ich so Hooks gelegt hatte, wo noch nicht genau klar war, in welche Richtung es weitergeht. Ja, also, das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo das neue, wo der neue Band für das Regelwerk rausgekommen ist, wo die Salubri halt drin waren. Und ich fand die Salubri so cool von den Fähigkeiten her auch, ne? Und es passte in dem Moment, passte das auch sehr cool zu, ich weiß, welche Situation war das noch? Irgendjemand von euch hatte gerade einen ziemlichen Unsinn angestellt und hätte auch so einen Mindwipe halt auch gut nötig gehabt. Ich glaube, kann sein, dass das Rerions Charakter war oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Oder Sam, ich weiß nicht mehr. Und einen Charakter wie so ein Salubri in die Stadt reinzubringen, irgendwie, die Stadt ist ja eigentlich genau das richtige Versteck für einen Salubri, ne? Keine starke Vampirgesellschaft, keiner, der dir so an den Karren pissen kann. Von außen halt gegen Vampire komplett abgeschirmt, ne? Wirst halt nicht gejagt. Und ja, ich fand die Idee halt, dass ein Salubri in der Stadt halt ist, aus diesen Gründen sehr, sehr interessant, und ich hätte den auch gerne weiter bespielt, aber hat sich halt dann auch nicht so erledigt, und hatte halt auch den speziell halt auch als Ansprechpartner für Mondis Charakter halt auch extra gemacht, ne, damit sie halt auch was in die Gruppe einbringen kann, was die anderen halt noch nicht haben, weil das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen, dass Mondis Charakter halt später dazugekommen ist und an ein super, mega verwobenes Geflecht von Charakteren reingekommen ist und relativ wenig Chancen hatte, da reinzugrätschen. So. Und wenig an der Hand hatte, um da irgendwie auch sich ihren Platz quasi zu holen. Scarlett hat halt sehr, sehr viel gebracht für die Runde an Dynamik, aber es war halt für Mondi auch sehr, sehr anstrengend, und deswegen hat sie auch am Ende gesagt, so, ich möchte, glaube ich, hier jetzt auch einen Cut haben. Deswegen ist das dann auch im Sande verlaufen, weil der Salubri halt nur mit Scarlett geredet hatte und kein anderer von dem Salubri wusste, und dann war der vorbei. Genau. Dann hat Percy Kay noch gefragt, gab es noch mehr übernatürliche Wesen in der Stadt? Also ich denke mal, außer Vampire und Pnava. Vielleicht.
Wer weiß? Also das habe ich mir nicht überlegt. Also ich wäre wahrscheinlich, wenn, dann, wenn sie aufgetaucht wären. Also möglich ist alles wahrscheinlich, ja. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mal einen Changeling einbaue. An einer oder anderen Stelle. Aber ist auch nicht dazu gekommen. Vielleicht an welcher Stelle, weißt du das noch? Ich hätte einen Changeling ganz gerne in so einer Situation gehabt, wo er, also hatte Feramin ja gerade schon gesagt, wir hatten da auch mal vor, dass man vielleicht so ein bisschen mehr auch wieder Kontakt mit Menschen und so irgendwie hat. Und dann wäre halt so ein Plot gewesen, so irgendwie Menschen halt vor einem bestimmten Art, von einem bestimmten anderen Art Bedrohung, weil vampirische Bedrohung zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr genau gehen, weil so wenig Vampire in der Stadt sind, dass das relativ schnell gegessen gewesen wäre. Also hätte es irgendwas anderes Übernatürliches gewesen sein müssen, was Menschen halt irgendwie bedroht, die euch am Herzen liegen. Und ich finde, es wären nicht die Changeling, The Dreaming Changelinge gewesen, so diese, also in meinem Kopf immer noch, wenn man Feders Streams guckt, ist es anders, aber wenn man in meinem Kopf immer noch Heiti-Teiti Changeling, sondern es wären eher keine so. Keine Sorge, die kommen demnächst auch. Es wären eher so Changeling The Lost Gänge gewesen, die halt Menschen halt durch die Hecke ziehen und dann ja, übelst missbrauchen und so. Und da hatte ich ein paar coole Ideen halt auch irgendwie. Auch Hexen hatte ich eine Idee mit, habe ich auch kurz angespielt bei euch. So, dass man diese übernatürliche Richtung weiter gehen könnte. So unter dem Motto, dass ihr dann auch die Möglichkeit gehabt hättet, da auch die Barriere zu brechen oder irgendwie sowas zu haben. Ne? Irgendwie so durch Magier, also in dem Sinne Hexen, oder durch einen Pakt mit einem Changeling halt euch damit den Weg nach draußen zu holen. Weil die Changelinge halt dadurch durch ihre träumerische Kraft halt die Möglichkeit gehabt hätten, die Barriere zu durchbrechen. Wenn man halt ihnen entsprechende Gegenleistungen anbieten kann. Also da hatte ich so ein paar Sachen gemacht, die das, was irgendwie ganz cool gewesen wäre. Aber so wie es jetzt halt war, war auch okay. Genau. Und dann habe ich noch eine Frage gesehen von Rio Repo wieder. Welche Handlungsstränge wurden noch nicht gelöst? Da habe ich eben schon gelesen, kurz. Da muss ich mir mal ein bisschen drüber nachdenken. Also der Salubri, klar. Die Hexen. Sebra. Ja. Mein geheimnisvoller Anrufer. Der trotz neuem Handy, neuer Nummer und allem anderen wusste, wo ich war und dass ich in seinem Computer rumgefuscht habe. Ja. Beziehungsweise über ICAs Daten, über ICAs Anrufer, halt, bei denen im Computernetzwerk dann eingebrochen bin. Genau. Die zweite Inquisition. Ja. Weil das, nachdem was da passiert ist, nachdem ihre Leute auf einmal alle weg waren, früher oder später wäre da jemand gekommen. Ja. Und da hat Miss Sabra ja auch direkt davor gewarnt, eigentlich so dieses, nur weil Malcolm da jetzt aufgeräumt hat, du glaubst doch nicht, dass es das war. Ja, nö, passt schon. Also da hätte man noch was machen können. Ja, dann die Geschichte um John und den Dicken. Ja. Auch die Touchstone-Geschichte Aragoma, was meinst du? Nee, von Ronan, die Touchstone-Geschichte. Ja, Iseas. Isaiah generell irgendwie, das war halt so eine schwierige Sache, weil Aragoma so ein krasser Spieler gewesen ist, finde ich, für die Runde. Der hat halt aus ganz, ganz wenig ganz viel gemacht. Also der war der Einzige, der keine Hintergrundgeschichte eingegeben hatte, der irgendwie nur sein Charakterblatt hatte und einfach drauf losgespielt hat und deswegen für mich als einziger Charakter in der ganzen Runde ultra schwer zu handeln war, aber gleichzeitig ultra viel eingebracht hat, dadurch halt, wie er gespielt hat. Das heißt, ich konnte in meiner Art zu leiten mit Isaiah halt quasi nichts machen, weil ich konnte den nicht greifen. Und ich habe auch an einer Stelle mal mit Pölle irgendwie, weil der ja QSL war am Anfang, hin und her geschrieben und Pölle hatte dann irgendwann mal geschrieben, der macht das absichtlich, dass er halt nicht gegriffen werden kann von dir. Ne?
Und ich habe gesagt so, nee, der hat einfach keine Zeit und so. Und ja, irgendwie das war halt sehr, sehr schwer für Isaiah irgendwie irgendwas zu machen. Aber der hat dann halt jedes Mal, wenn er gespielt hat, IT so viel Zeug bewegt, dass sich das gegenseitig wieder aufgehoben hat. Aber am Ende hat das dann halt auch überwiegt, dass Araiguma halt unglaublich wenig Zeit hatte für diese Runde und halt auch deswegen halt auch ausgestiegen ist. Er war der Einzige, der sich auch nirgendwo beteiligt hat, irgendwie nicht im Discord mitgechattet hat, keine Geschichten mitgeschrieben hat, keine, ne, quasi bis auf die Screentime, die er hatte, hat er mit uns nichts zu tun gehabt. Und dann irgendwann, dann wurde das ja auch irgendwie so, ach so, wir spielen heute, das habe ich vergessen. Und dann das wurde dann irgendwann so, dass er irgendwie dann irgendwie auch gesagt hat, so, nee, komm, ich kann euch nicht mehr das geben, was ihr braucht. Und deswegen gehe ich mal lieber raus an der Stelle. Aber mit Isaiah, ja, der Plot um Isaiah, den ich mir dann ausgedacht hatte, mit dem wenigen, was ich hatte, mit der Hintergrundgeschichte irgendwie seines Fehlers, warum er in die Stadt ohne Namen geschickt wurde oder so, deshalb taucht er halt auch nicht mehr auf. Ja. Dann, warum die Kutsche da in den Untergrund gekommen ist. Und das ist auch nicht mehr weiterverfolgt worden. Ja. Zeitprobleme? Ja. Also man kann halt auch nicht, ich müsste jetzt, glaube ich, nochmal nachgucken. Ich glaube, es fällt an der einen oder anderen Stelle ganz viel auf, was ich so angeteasert habe und was dann halt auch nicht mehr aufgetaucht ist. Auch die Sache mit Henry, ne, irgendwie, wie es da weitergeht, das ist halt auch dann nicht mehr weiter verfolgt worden. Irgendwie wer das war, der da die Trailer wegplaniert hat und so, ne? Was aus der Gang geworden ist, ne? Die ja entkopft wurde von Malcolm, mehr oder weniger, ne? Ja. Also es gibt so ein oder anderen kleine Story, wo man noch hätte was machen können, aber ja, nicht muss. Ja, und dann haben wir es, ne? Oder haben wir noch eine Frage verpasst? Ich meine nicht, ne. Ich glaube, wir sind durch, soweit was die im Chat befindlichen Fragen angeht. Jeder wollte noch was fragen? Ja, ich wollte mich erkundigen, was es denn mit diesem Anrufer auf sich hatte, weil der kam für mich halt komplett aus dem Nichts. Weiß aber nicht, ob du das beantworten willst. Ich bin mir gerade nicht sicher irgendwie, weil ich gerade keinen Anrufer mehr im Kopf habe. Ich hatte diese Organisation aufs Korn genommen, mit der Isaiah so. Geschäfte gemacht hat. Ja. Sollte ja irgendwas vorbereiten und da bin ich ja auch über hier das Dreieck gestoßen und was die Tremere vorhaben und ähnliches, was ich ja dann irgendwann so gesammelt an den Klüngel weitergereicht habe. Ja. Und da gab es diesen einen Username, der immer wieder aufgetaucht ist. Und der hat mich dann auch kontaktiert und gemeint, dass irgendwas in der Stadt ist, was ich für ihn oder sie besorgen soll. Ja, das war Tom. Wenn ich mich darauf einlasse. Das war Tom Schwartz. Sollte ich das Snickers holen? Ja, du solltest eigentlich gucken, ob Christopher Black in der Stadt ist und Betty holen und so ein Zeug, aber ja. Da du dich nicht weiter gemeldet hast mehr, muss der in die Stadt kommen. Ich habe ihn ja auf Hold's Line gestellt, so nach dem Motto, ja, gleich, beep, beep. Nee, das war Tom, ja. Jetzt, ja. Ich brauchte ein bisschen Kontext, ja. Genau, gut. Dann würde ich sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, 22.40 Uhr haben wir es für heute geschafft. Ja, die Runde wird mir fehlen, die Runde wird, glaube ich, auch meinen SpielerInnen fehlen. Und es ist schon ganz schwer in Planung, die Runde, die quasi den Slot am Sonntagabend besetzt. Das wird eine DSA-Arcana-Kartenrunde sein, wo auch Kakko und Rerion wieder mit am Start sind und dazu noch Ozzy, Sierra und Elanor.
Da werden wir in den Schwarzen Landen spielen. Also es wird auch ein bisschen, es wird sehr finster und düster werden. Also ähnliche von der Stimmung her wie die Stadt ohne Namen vielleicht. Und ja, aber halt anderes Universum. Und da kann ich euch schon mal verraten, dass die SpielerInnen sehr, 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 sehr motiviert sind und auch schon ganz krass an ihrem Zeug arbeiten und ja, ganz viel Input liefern. Und da freue ich mich ganz, ganz schwer, mit so vielen motivierten Leuten zusammen was Neues zu starten und zu gucken, was daraus wird. Aber ich glaube, das wird was Schönes. Das starten wir dann Anfang nächsten Monats. Da gibt es das erste Prelude mit der Elanor zu gucken. Könnt ihr euch dann drauf freuen, denke ich. Ja, und ansonsten vielen, vielen Dank für eure tolle Unterstützung, eure Fragen und für die 2 Jahre, 8 Monate super Unterhaltung für mich und für alle Leute, die hier zugucken, an euch SpielerInnen, denn ohne euch wäre das Ganze hier ziemlich eintönig und dröge. Und ja, ich habe der Feramin auch versprochen, ich lasse die ganzen Sachen, die wir angelegt haben, unser Kankar-Board und so, alles noch erstmal da. Das heißt, es wird alles nicht verschwinden. Die Runde bleibt ja auch definitiv auf YouTube und so zum Nachschauen immer da. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann dann doch eine Staffel 2 und oder ein paar Few-Shots, die angetickt werden. Habt ihr noch was zu sagen? Ja, komm, ich fange jetzt einfach mal an. Ich will auf jeden Fall nochmal Danke sagen, weil das halt, ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, das war wirklich, und das kann ich jetzt für mich sprechen, die intensivste und ich kann sogar echt sagen, beste Runde, die ich in meinem Leben bisher gespielt habe. Ich bin jetzt immer auch schon in einigen Runden drin, auch schon in einigen Kampagnen drin. Die sind auch alle gut und schön, aber ich hatte halt noch nie eine so intensive Rollenspielrunde, dass ich wirklich körperliche Auswirkungen davon hatte. Ich habe halt wirklich gezittert, ich habe mitgefühlt und das will ich auch nochmal Danke sagen. Das war eine richtig, richtig tolle Runde und das hat mir halt auch Bock auf Vampire gemacht, was ich vorher nie gedacht hätte. Und ja, es hat auch super viel Spaß gemacht, also mit allen zu spielen, also auch die Anfangsrunde noch mit Leo und Araiguma. Ist dann halt sehr schade, dass das dann so auseinandergegangen ist. Also, ne, wir sind nicht im Bösen, aber trotzdem. Ich habe mit allen wirklich super gerne gespielt und auch Geschichten geschrieben und ja, das war richtig toll. Ich will nochmal Danke sagen. Ja, ich würde dann quasi beschließen, wie ich begonnen hatte. Das war eine der intensivsten Runden, sowohl IT als auch OT, die ich bislang mitgemacht habe. Und ich würde mir wünschen, dass es in irgendeiner Art und Weise nochmal weitergeht. Und vor allen Dingen aber auch an die Zuschauer, die so extrem mitgefiebert haben, mindestens so sehr wie wir selber. Und das auch immer schön gegenkommuniziert haben, was uns dann auch noch mal extrem gepusht und bestätigt hat eigentlich, auch wenn wir vielleicht mal gezweifelt haben oder so. Und da auf jeden Fall noch mal ein ganz dickes Dankeschön an euch da draußen. Ja. Kann ich mich nur anschließen bei beiden. Mir hat das zusehen Spaß gemacht. Ich fand's toll. Ja, das, was ich dazu beitragen konnte, hat hoffentlich geholfen und Spaß gemacht. Darum geht's ja. Dass man irgendwie schönes Spiel macht für alle Beteiligten. Und ja, es hat mich aus meiner Vampire-Übersättigung tatsächlich ein bisschen rausgezogen. Wie gesagt, ich war am Anfang relativ Vampire-übersättigt, weil ich halt jahrelang V20 gespielt habe. Und es irgendwann nicht mehr sehen konnte. Und dann, ja. Jelly ist eine schöne Abwechslung dazu. Ich glaube, allgemein war die Runde auch gut dafür geeignet, ein bisschen aus dem Vampire-Trott, den man aufgebaut hatte durch die V20, aufzulösen. Das ist,
die Dynamik, die das Regelwerk und die der Fluff von der V5 halt in die World of Darkness reingeweht hat, mit all ihren Ideen und der neuen Frische, die da mit drin steckt. Ich glaube, die Dynamik haben wir mitgenommen am Anfang. Und da haben sich halt unsere Charaktere halt auch mit treiben lassen. Und ich glaube, wir haben es auch gut geschafft, es rüberzubringen, dass man Vampire halt intrigenlastig spielen kann, weil Intrigen gab es in dieser Runde. Aber eben auch frisch und nicht von oben herab, wie es in vielen alten Vampire-Runden oft der Fall war. Und ja, es war, glaube ich, ein bisschen anders. Und wenn der Umbreon hier schreibt, eine der besten deutschen Vampire-Runden, so viele gibt es gar nicht auf YouTube, also glaube ich, oder auf Twitch. Aber danke für das Kompliment. Ja. Bevor die Rollenspielpolizei uns dann irgendwie wieder einholt und sagt, so geht Vampire gar nicht, sag ich einfach mal, sammelt erstmal so viele Leute, die es cool finden, und dann reden wir weiter. Und vor allen Dingen wichtig, traut euch auch mal, ungewöhnliche Konzepte zu spielen. Genau, wie den Tremere, der eigentlich kein Tremere ist. Oder den Gangrel, der kein Gangrel ist. Aber dafür ihre. Oder die Toreador, die dann doch etwas deeper ist, als man es aus dem ersten Augenblick denkt. Ja, vielen, vielen Dank an alle nochmal. Ich kann nicht genug Danke sagen. Wenn ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns nochmal Kommentare, falls ihr später irgendwie reinkommt und denkt, scheiße, meine Frage wäre noch viel cooler gewesen, ich konnte den Streamer nicht gucken, schreibt die Frage unten drunter in die Kommentare, dann beantworten wir euch das auch noch. Ich leite ja immer alle Kommentare weiter an meine SpielerInnen, also es sei denn, es ist sowas wie, war okay, oder ihr Pappnasen oder sowas, das leite ich dann nicht weiter. Oder Erster oder sowas. Das ist ja irgendwie doof. Aber sowas kriegen wir auch Gott sei Dank kaum. Ja. Und deswegen fühlt euch frei, unten drunter nochmal Fragen zu hinterlassen, und wir beantworten die dann sicherlich ganz gerne. So. Vielen, vielen Dank für all euren Support, und wir sehen uns dann Anfang nächsten Monats weiter in anderer Runde zu der Befreiung einer von finsteren Mächten unterjochten kleinen Stadt, die allerdings einen Namen hat, nämlich Neu-Ogrenwacht. Seid gespannt. Tschüss. 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 Ich will nicht auf Ende drücken. Tschüss.